Ja, Nick. Ja, so. Wenn ich mal nicht dein Leben verpennt, oder was? Pass auf, wir machen so. Wer mich nicht hört, schreibt's in die Kommentare. Ich bin auf der falschen Plattform, habe ich das Gefühl. Ich guck mal kurz, ob das läuft. Das läuft. Ja, weiß ich nicht. Warum habe ich neu gestartet? Wieso? Sag doch mal. Ja, du eben verrückte Morgen, du mich auch, ey. Ganz ehrlich? Halt's Maul! Ich liebe diese Taste. Ja, ich wollte einfach mal nur einmal Hellrun, weißt du, einmal kurz 20 Minuten, ne, oder so, oder 5. Wir haben ja die Zeit, würde ich sagen. Ne, ehrlich gesagt, wollte ich eigentlich nur meine Daheim-Internetleitung austesten, also nicht Würzburg, sondern daheim. Und da kann man, also, ja, Qualität, weiß ich nicht, aber man kann auf jeden Fall streamen, das ist doch toll. Das wird, wenn ich in Würzburg bin, nie wieder auftauchen in den nächsten 2 Jahren. Dann sollte man genießen, Junge, ja. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Juhu. Und wenn ich alles richtig eingestellt habe, dank an den an JE2601, an den Julian, dann könnte es sein, dass dieses Ding so auf YouTube kommt. Und keiner jetzt dabei sein muss. Das wäre unglaublich. Wunder der Technik. So, klatsch. Erstmal ein bisschen langsam zum Anfang, müssen jetzt nicht so rein, ne? Und jawohl, erstmal 2 Herzen, toll. Das Witzige ist, jetzt sieht mal. Ah, Super Flash Crash auch sehr schön. Was wollte ich sagen? Genau, jetzt sieht man auch mal das, was zwischen diesen übertollen Runs passiert, ne? Nicht nur hier Schickimicki und was, sondern auch mal. Loni kriegt auch richtig hier auf Klabuzzo oder was. Und du bist live dabei. Das ist un. Ich könnte mir echt Schöneres vorstellen, aber ist ja nicht mein Problem. Ich muss es ja nicht gucken, ne? Ist ja nicht meine Sache. Ja, wer war denn hier witzig oder was? Ah, mit Anlauf, okay. Und ja. Ja, komm, ich. Das ist schön an so einem Run, wenn du denkst, ja, es wird nichts mehr, dann hast du auch überhaupt keinen Bock mehr. Dann gehst du einfach. Dann sagst du, ja, klappt halt nicht mehr, oh, egal, fick dich so. Sind immer noch 3 Leute. Wer ist denn der dritte? Vielleicht einer ohne Account, der sich hier illegal reingehackt hat. Diese Jugend von heute. Das ist auch immer ganz interessant für mich zu gucken, wie spiele ich Spelunky, wenn ich nebenbei kommentieren muss. Weil normalerweise nachkommentieren und so heißt ja, ich sag nix. Heißt, ich bin voll focused aufs Game und jetzt darf ich euch noch zusätzlich bespaßen. Weißt du, das hättet ihr Geld fürs Internet bezahlt. So ein Quatsch. Ja, der Nick versagt mal wieder seit Jahren in Spelunky. Wundert mich auch nicht, ist an sich, ja. Hinting Pretty. Ja, wie man es auf gut Deutsch aussprechen würde. Ne, ich würd einfach sagen, Nick der Noob oder so, ist ja auch ein ganz toller Name. Ja, so, sagt ja eigentlich alles. Jetzt muss ich nebenbei Chat lesen und spielen, das ist ja schon wieder zum Kotzen. Und dunkel, na klar, ja sicherlich. Wer wurde denn hier bestochen, um mir so eins reinzuwürgen? Oh, das schön, so. Aha. Ja, die Story mit der Fledermaus kenne ich. Wenn's nichts klappt, machst du nix. Ist eine Weisheit, die musst du auch einfach mal erfahren in meinem Leben. Finde ich gut. Genauso ist es ja. Wenn Spelunky ist das leider mehr als einmal der Fall. Wenn man was reißen will, so gefühlt 220.000. Das ist halt nicht mehr übertrieben wahrscheinlich. So, Geld ist mir egal. Oh, reicht es? 12, 5, 3. Jetzt reicht es. Zack, 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 zack. Hätte eine Bombenbox mehr gehabt, ne? Dann hätte es jetzt schon wieder. Ah, oh, ja, komm. Selber schuld, wer so voll rusht.
Ich hätte, übrigens, weil ich es gerade lese, ich hätte sehr gerne meine Giga-F-Taste, meine... habe ich mal in Pokémon Feuergrün angelegt, irgendwann in den letzten Folgen. Vielleicht kommt es auch noch. Die, auf jeden Fall die Giga-F-Tasten hier, New Kids und so. Und die habe ich jetzt leider wieder rausgenommen, ich weiß gar nicht warum. Und ich hätte die wirklich gern drin gehabt, weil ich jetzt F5 drücken könnte. Mein kaputt, Junge, das wäre so geil gewesen. Na klar, komm. Hört auf, mich abzulenken. Ich muss hier was reißen. Jawohl. Das, ja. Ja, das ist total witzig. Ich schmeiße die Wand kaputt. So, jetzt seht ihr auch mal, es ist nicht alles nur Schickimicki-Runs und so, ne? Das ist Loni beim Spelunky-Spiel. Ja, der Spelunky nicht selber spielt, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Oder so ähnlich. So, jetzt hier mal ein bisschen, ne? Konzentration. Diese Fragen müssen die Trainer stellen, nicht mehr. Rüber. Na klar, da gehe ich jetzt erstmal runter, oder was? Finde ich irgendwas Schönes zum Schmeißen? Habe ich nicht, ganz ehrlich, dann ist mir egal. Goodbye, guten Einkauf. Ja, ja. Das ist auch witzig. Ja, diese ganzen Otto-Dinger, ne? Das sind ja eigentlich... Ja, nicht eigentlich, sondern die sind legendär. Machen irgendwie ja Spaß. Hatte ich sogar mal eine, oder habe ich beziehungsweise noch die Best of Otto CD. Wie soll ich denn das machen? Warte mal. Wir können ja. Richtig. Und. So, jetzt. Bitte! Jawohl! Leute, sagt mir, das war gut. Ja, da kann man auch nichts machen. Giga-F-Tasten jetzt sogar live, das ist der Wahnsinn. Was haben wir hier? Habe ich Geld? Ja, ich habe Geld. Das ist geil. Hallo 42, hi. Doppelt gemoppelt, aber bitteschön. Ich heiße ja nicht so. Ich weiß, ich würde sagen, Hauptsache dir gefällt's. Toll, jetzt kann man sogar live schlechte Witze bringen, das ist total cool. Ich freue mich. Ich könnte auch über das Spiel reden, aber es wäre irgendwie langweilig. Ja, und wie ich was gerissen habe. Ja, stimmt. Ich hab richtig. Ich bin so gut in diesem Spiel. Okay, ich bin jetzt nicht zu schlecht, aber wenn man das sieht, dann kann man auch genau das Gegenteil denken. Na komm her, zack! Deutlich geht auch anders. Das ist schön zum Runterschmeißen. Das sah sehr abgefuckt aus, aber bitte, Hilfe. Ne, ist schon was runtergefallen. Ja, wenn ich weiß, ob Pfeilfallen aktiviert wurden, ne, oder nicht, dann, da, ich bin nicht sicher. Gutes Timing. Muss ich überhaupt lang? Links, rechts, oben, unten? Ich kann es einfach sein lassen. Ernsthaft. So, jetzt... Das sind so Sachen, da muss ich gar nichts zu sagen. Und das lassen wir einfach so stehen, das ist auch toll. Echt. Ich kann mal kurz, Moment, ich check das mal kurz. Die Schlange trifft mich nicht, ja. Verworfene Frames 0. Gut. Ich hatte ja vorhin schon mal diesen kurzen Teststream, auch ohne Mikro, einfach nur so, um zu gucken, wie es alles hier funktioniert. Und da waren ganz schön viele Frames verworfen, weil ich in meinem Laptop war. Und ja, jetzt am PC von meinem Bruder. Und ich meine, mit dem kann man halt arbeiten. Also, da kann man auch ganz ehrlich sein. Deswegen läuft es jetzt hier alles, ja, stabiler. Das Einzige, was ich manchen Spielen reiße, ist den Arsch auf. Ja, das, der Spruch ist von mir geklaut. Den hätte natürlich genauso gut ich sagen können. Ja, oder auch nicht. Ich habe mir ehrlich gesagt schon mal überlegt, so eine Fail-Compilation Spelunky. Ich hätte so viel Material dafür, das ist unglaublich. Warum ich es noch nicht gemacht habe, keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich zu faul dafür, aber eigentlich müsste ich es machen. Wenn man sowas sieht, ne? Geh ich mal keinen Kommentar ab. Und trotzdem schaffe ich immer wieder Hellruns. Das sind so Sachen, die versteh ich einfach selber nicht. Lass mal die Bomben da unten. 1:20 zum Geister, locker Zeit. Da. Vom Hetzen ist noch keiner gestorben. Oder vielleicht schon? Ich auf jeden Fall nicht.
gelten ja immer mit. Shops sind relativ rar in diesem Ding hier, ne? Dachte ich auch schon dran, naja, ich habe nichts zum Aufnehmen, ja. Wack. Nee, das Schöne ist, ich lese die Kommentare, ich schaue ab und zu mal rüber in den Chat und dann, ich weiß immer nie, worauf sich sowas bezieht dann, also. Entweder ihr sagt's ganz, oder Ente, weißt du? Ja, ne, genau, der Fall auf Lack oder wie sieht's aus? Wie ist der Junge? So, jetzt kommen hier nochmal richtig schön, ist halt lecker. Und wir nehmen eine Kletter an Schuh, verarscht. Ich wichse. Ach, da hätte ich sogar einen Kali opfern können, ja. Machst du nix, ne? Null Seil. Ich brauch ganz dringend Seile. Ansonsten haben wir ja alle ein Problem. Und allen voran du. Ja, vielleicht auch ich. Aber ohne Seile. Schwarzmarkt ausrauben. Nee. Und nicht mal ein Jetpack hier. Komm schon. Nicht mal Seile. Was soll denn das? Ja, also die heftigen Shops, die heftigen Schwarzmärkte, die kommen nicht einfach so. Darf man schon immer 370 mal probieren. Was könnte ich denn noch nehmen? Der Psycho-LP, hey Loni. Nein, du nimmst einen scheiß Handschuh nicht, der Handschuh ist ein Hurensohn, okay? Das verstehe ich gar nicht. Liebe den Handschuh. So. Ja, vielleicht auch nicht. So, und der muss jetzt sitzen, ansonsten bin ich tot. Naja. Wo ist der zweite? Der zweite lungert da noch rum, ich weiß das. Der kommt wieder angeschissen und ich bin wieder der Arsch vom Dienst dann. Oder? Okay, er ist weg. Also jetzt nicht weg in dem Sinne, aber er ist, ne, also. Na, komm schon. Lass dich doch sprengen, du Pissnelke. Und weg damit. Ich habe keine Seile, super toll. Oh, Doppeltreffer, oder? War es eine? Ich glaube, das war ein Doppeltreffer. Oh ja. Oh, ein Dreifachtreffer. Ja, Hilfe. Als hätte ich es drauf, oder was? Unfassbar. So, und schauen wir mal weiter runter. Nimmst du auch mal Pokémon in den Stream? Streams werden überhaupt nicht regelmäßig kommen. Es geht jetzt nur, weil ich nicht in Würzburg bin und nicht mein Kartoffel-Internet habe. Und das Wort Kartoffel ist, das ist leider ernst gemeint. Ja, das ist nicht so, Kartoffel, sondern das. Ich kann nicht mehr eine Kartoffel durch diese Leitung pressen bei mir. In der Studentenbude. Deswegen werde ich leider nie überhaupt irgendwas streamen. Außer jetzt ein, zwei Mal belangt, wenn ich gerade Lust habe, ne? Und wenn ich allein bin und so. Aber. DLPs bleiben mein Hauptstandbein, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, hoho, danke schön. Liebe den Fallschirm. So, und dadurch, dass ich. Also, wenn ich jetzt ein Jetpack gehabt hätte, hätte ich gesagt: Ja, dieser Run, das wird. Das. Da kommen wir direkt mal in die Hölle nach. Keine Ahnung, wie lange spielen wir jetzt? Für 3 Minuten oder so. Ohne Jetpack wird's kritisch. Müssen wir abwarten. Ist kaputt, Junge. Ich könnte die eigentlich mal opfern. Bringt der auch einen Punkt? Bringt auch Kali Liebe. Ich komme da nicht hoch, weil ich keine Seile habe. Mann. Okay. Ja, da kommt der Frosch gleich. Da komme ich wieder nicht hoch. Das ist das Problem, wenn man keine Seile hat. Kinder, merkt euch das. Das ist nicht witzig. Nur ein bisschen. Der ist kaputt. Schön. Natürlich. Eine Netzkanone. Sicherlich. Hat schon mal irgendwer ernsthaft eine Netzkanone benutzt bei Spelunky? Ich glaube nämlich nicht. Warum haben die es dann eingebaut? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Die Toten sind rastlos. Ja, nur mal so als Vergleich, mein Laptop ist nicht schlecht, ne? Aber wenn ich das hier spiele, ohne Stream, ohne Aufnahme, ohne irgendwas, da gelangt er schon an seine Grenzen, wegen diesem Nebeleffekt. Deswegen war der Streamtest am PC heute, ja, doch mehr als grenzwertig, meiner Meinung nach. War aber nur ein Test. Genau, an der Kante gelandet. Das war sogar geplant übrigens, ja. Könnt ihr glauben oder nicht? Also ich würde es nicht glauben, aber es war geplant, ja. Wo ist denn die feine Dame? Hier. Wer opfern kann, kann opfern. Hat sich nicht gereimt, aber stimmt trotzdem. Zack.
Ja, auch ganz ehrlich, weißt du, nehme ich mit. Wenn man schon kein Jetpack hat, dann bin ich auch damit zufrieden. Durch. Mal schauen, es sind sogar viele Zuschauer inzwischen. Das ist ja, ihr seid alle krank. Was denn? Ich hab immer noch keine Seile. Nein! Nein, ich will diese Kiste. Fuck. Na gut. Machst du nix, ne? Und da hätte sich ein Jetpack ausgezahlt. Ich sag's ja nur, ne? Liebe Schwarzmarkt-Shopkeeper. Bietet Jetpacks an, macht ihr eure Kunden auch glücklich. Das ist nur am Rande. Pinguine kann ich leider nicht abschießen, aber ihn. Oh, toll. Voll getroffen, Junge. Das war zu einfach. Ach, ganz ehrlich, die Dame will ich gar nicht. Brauche ich auch nicht. Ist ja sowieso gleich hier Schicht im Schacht wieder. So, mein Laptop zeigt nur einen Fehler und das war's. Vermutlich fehlt irgendein Framework. Aussprache. Genau. Immerhin krieg ich 3 Seile. Ist ja mal positiv. Muss ja mal so sehen, ne? In Froslunky wäre ich jetzt schon wieder mit 300 Permageisten ausgestattet. Gesegnet, würde ich fast sagen, aber das wäre gelogen. Oh nein. Fuck. Aua. Fuck, nein. Nein. Scheiße. Hier ist wahrscheinlich nicht der... Nee, natürlich der alte Hass in 3-3. Ja, klar. So, kann man als... Ich muss pausieren, wenn ich lese. Kann man als Zuschauer und Abonnent auch mal mit dir zocken? Minecraft. Ja, nee. Minecraft. Also Minecraft generell gar nicht. Und ansonsten, ich würde super gerne Spelunky mit irgendwem spielen online, aber es geht leider nicht. Habe ich mich, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge drüber ausgelassen. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Würdest du bitte eigentlich sterben, blöder Yeti-Pisser? So geht das. Ja, also Spelunky ist leider nur lokal als Koop spielbar, was ich total dämlich finde. Ich meine, vielleicht war es nicht umzusetzen, davon habe ich keine Ahnung, aber es wäre so cool, das online zu machen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, wie das gehen soll, deswegen... Ich weiß es nicht. Das war geskillt. Übrigens ist mir jetzt egal, wie es läuft, weil... Hölle ist nicht, also einfach irgendwie durchziehen. Also. Ansonsten, ja, ich habe irgendwie keine Spiele, wo sich das anbietet. Und ich habe auch kein Internet, wo sich das anbietet, ehrlich gesagt. Daran scheitert es eigentlich eher. Also irgendwas online spielen... Ja, ist... Ja doch, es geht schon. Also online spielen ohne Aufnahme, ja. Es würde theoretisch gehen, aber... Bietet sich ja leider kein Spiel an, irgendwie. Fällt mir zumindest spontan keins ein. Ist der Ausgang dann drüben. Also einfach mal versuchen. Uhu, geskillt! Geskillt, Junge! Starbound, noch nie gespielt. Also ich will neben meinen LPs nicht noch 300 Spiele anfangen. Ich würde mich halt schon gerne auf die 5 Dinger fokussieren, die ich habe auf dem Kanal. Und wenn sich da was anbietet... Bin ich prinzipiell voll dabei. Ich habe ja auch ganz spontan Portal 2, Portal 2 Koop mit Ilya. Dann als LP verpackt, aber das hätte auch nicht sein müssen. Das hätte auch ein ganz normales Spiel sein können von mir aus. Das ist sowas, das hat sich halt einfach ergeben. Boom boom. Nana boom boom mit den besten Kirschbrownies. Einfach irgendwelche Referenzen auf irgendwas, ist doch egal. Was steht hier noch? Online, ja, Online-Koop wäre genial, muss man sagen. Lang lebe Firefox nicht, das kann man so sehen. Ich benutze dann doch lieber Internet Explorer. Ach nee, komm. Das Traurige ist, wenn auf der Arbeit Internet Explorer halt doch genutzt wird. Also ernsthaft, so standardmäßig. Und dann frage ich mich schon, was da falsch gelaufen ist. Meine Meinung. Oh, auf das hätte auch anders enden können. Andererseits ist mir scheißegal, wie es endet. Also zack. Und raus, und raus, und raus. Der ist pissig auf mich. Verstehe ich gar nicht, warum. Pisser, so. Papp, zack, 1, zack, 2. Wunderbar. Nicht, nein. Ui, das war knapp. Portal 2 war ich dann super LP. Das freut mich sehr. Das fand ich, also, ich fand es auch sehr witzig, muss ich sagen. War halt... Ja, im Koop ist immer alles witziger. Habe ich so das Gefühl. Wir sind krank, du, deswegen schauen wir auch zu. Ja.
Nee. Das glaube ich nicht, ja. Okay, vielleicht schon. Ich werde bezahlen, ja, sicherlich. Das Problem ist, ein Olmec Run fühlt sich halt wie eine Niederlage an. Das ist scheiße. Uiui, au, 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 Hilfe. Also wenn dein Ziel Hellrun ist und wenn du es nicht zum ersten Mal machst, dann denkst du dir auch, oh nee. Das Zepter passt, doch es passiert nichts. Jetzt sehen wir es auch mal live. Was passiert, wenn ich das Ding jetzt nicht habe, die tolle Mütze? Bams! Ha, Loser. So. Ich behalte das Ding. Einfach weil es geht. Wird das erste Streamding, das erste ernsthafte Streamding Olmec, das ist irgendwie traurig. Also ich hab mir mehr erhofft, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Hier könnte ich noch was opfern. Ach, nehme ich halt das Kapala mit, hab ja sonst keine Sorgen im Leben. Spiel gleich vorbei, aber nehmen wir einfach nochmal mit, oder was? Hallo Kapala, toll! Lohnt sich jetzt wirklich. Wenn Froslunky spielen würden dann schon eher, aber habe ich leider nicht hier. Froslunky ist nicht auf diesem PC zu finden. Na, geh mal weg! Kann er sich nicht in irgendeine Wand teleportieren, der Ficker, sagen wir es doch, wie es ist, ey. Wer mag den Telefrogger? Niemand. Niemand mag den Telefrogger. Na, 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 na. Niemand, 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 niemand. Was? Was ist das denn? Ach, ja, das ist. Ich habe die Spelunky-Dateien vom Laptop genommen. Da fehlen mir noch Charaktere, zum Beispiel der lila Pirat. Und den habe ich jetzt. Super toll. Zack. Einmal rüber, was mir für Wege gehen muss, Hilfe. Ich wollte ich nicht, aber... Nein, 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 nein. So geht das, wunderbar. Okay, und raus hier. IE11 standardmäßig, ja, also das, ich weiß nicht, was da auf der Arbeit genutzt wird, aber, nee, wirklich nicht. Und da wird auch noch gesagt, wie langsam dieser PC ist, ne, denke ich mir im Stillen noch, ja, aber ich sag da nix und benutz einfach überhaupt nix, so. Oben komme ich gerade nicht hin, Hilfe, ich komme da gar nicht hoch, Hilfe. Direkt da. Ich muss aufpassen, ich habe keine Seile mehr und das wird zum Problem werden. Könnte. Ich habe andererseits 28 Bomben, also scheiß drauf. Kann ich mir auch einfach mal gönnen oder was? So, machen wir mal hier. Ich will so eine schräge Treppe runterbauen, für mich zumindest. Vor allem natürlich die Grube des Todes. Aber für mich. Ich will ja auch noch ohne Seile da runterkommen. Da unten wäre eine Kiste, aber nee, egal. Blödes Folgenende übrigens bei deiner letzten Folge Pokémon. Wollten wissen, wie es weitergeht und musste dann warten. Ja, ich bin ein alter Wichser, aber das ist ja nichts Neues. Ja, seinen Zuschauer so ein bisschen ärgern, das bin ich ganz gern dabei. Einfach weil es geht, ja, nicht weil ich es böse meine oder so, einfach weil ist halt ganz witzig, so. Hier komme ich noch raus, jetzt muss es nur noch vor allem mitreichen. Also einmal hier. Und jetzt ist die Chance, dass ich... Oh, genau! Ich hab nicht dran gedacht, Mist. Ja. Wenn ich den Run ernst gemeint hätte, hätte ich auch zweimal drüber nachgedacht, aber so war es mir einfach egal. Das kann ja auch jeder sagen. Okay. Ne, also nochmal zu dieser... Ja, der Schnitt war blöd in der Folge. Es ergibt sich halt immer so. Also ich versuche immer so eine gewisse Durchschnittszeit einzuhalten. Und wenn da gerade was... Also ich will nicht mitten im Kampf schneiden bei Pokémon. Das hat sich auch schon einige Male, ich glaube auch zu Recht beschwert, weil mitten im Kampf, das ist halt blöd. Aber irgendwie musst du halt schneiden. Das ist das andere Problem. So, D-Abo. Ja. Zu Recht. Lol Noob, das sagt genau der Richtige. Verrückte Mongo. So, woher kommst du eigentlich, beziehungsweise wo studierst du? Also ich studiere in Würzburg. Und ich komme aus woanders. Über Geheim und so. Also Würzburg, Studienort. Da ich auch gefühlt in jedem meiner LPs einmal.
Vielleicht auch nicht, sonst wäre jetzt die Frage wahrscheinlich nicht gekommen, aber egal. 7-7, das reicht. Oh ja, das reicht. Zack, zack, zack. Einmal durchfallen. That was planned. Und tschüss. Ich habe auch noch das Achievement mit Speed Lunky offen. Das müsste ich auch mal irgendwann machen. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, schnell durchzurushen. Ich bin der immer so ein bisschen gemütlicher und einfach mal gucken und dann auch schön alles mitnehmen, was geht. Oder fast alles zumindest. Und 30.000 Bomben brauche ich. Ohne 30.000 Bomben habe ich keinen Spaß dran. Weil alles wegspringen ist halt doch dann ziemlich geil. Die Leiter. Oh, komm schon. Ja. Ich dachte, die bleibt im Netz hängen. Und ich glaube, die sollte... Könnt... Oh, natürlich reicht's nicht, Mann. Ernsthaft? Wirklich? Wessen Ernst waren das jetzt? Nur weil ihr mich ablenkt. Böse. Du bist getroffen? Ja, komm. Ja, komm. Ist doch jetzt... Geht doch alle weg, Mann. Wenn's so losgeht, dann könnt ihr schon wieder ausrasten. Siehst du einen Hals? Darf ich mir auch spielen? Hals, Maul! Was hab ich. Ich weiß gar nicht, was ich noch drauf hab hier. Das war richtig schlecht. Oh, den kann ich mir. Bad News. Jawohl, was ist hier noch? Ja, geht auch. Und F7 war, glaube ich, nichts mehr. Genau, F7 war nichts mehr. Extern gegen F-Tast muss ich auch einfach mal dran gewöhnen. Und da drüben haben wir ein. Oh, zwei Kisten. Weil so geht's, so kannst du arbeiten. So finde ich das. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Das hat wehgetan, aber nicht mir, also ist egal. Feministenaufschrei. Spelunky klatschen. Von Frauen, weiß ich nicht, irgendwie so. Super Flash Crash hat sich hier in den Stream gehackt. Super toll gemacht. Wichser. Spielt übrigens Left 4 Dead 2. Wenn ihr ihn auf Steam blockieren wollt, ihr wisst jetzt genau, wie er heißt. Super Sache. Der, die Bombe reicht. Reicht locker. So, da wollen wir natürlich nichts riskieren. Man könnte meinen, durch Frost Lunky bin ich irgendwie riesig großartig besser geworden. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also, boah, ich hab mich doch festgehalten an der Kante. Jetzt komm schon. Ja, fast lächerlich hier. Soll ich sie kaufen? Ihr schreibt mal rein, ob ich die Kiste kaufen soll. Ich lese mal hier kurz. Apropos Speedlunk, der Erfolg fehlt mir auch noch. Ich habe es schon mehrmals versucht, nur nie wirklich hinbekommen. Ja, ich versucht, habe ich es auch. Ja. Und Zombie hat das im LP quasi völlig unbewusst geschafft. Ja. Also wenn er was hat, dann Skill. Finde ich persönlich. Super Flash. Ich muss auch mal ein bisschen trollen. Ja, ich troll dich gleich. Ja. Troll dich gleich auf den Kopf, so. Überraschungskiste, ja, nein, vielleicht, 27. Wer 27 schreibt, kriegt vielleicht 5 Euro in Paris, so. Ehrliche Antworten gehen auch. Ihr habt noch Zeit, der Geist kommt in einer Minute oder so. Ja, Stream-Lag und so. Dauert halt ein bisschen, aber ich habe ja die Zeit. Ja, kauf sie, wenn irgendwas, dann bin ich selber schuld. Wichser. Nee, also war eine super Entscheidung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich das kaufen durfte. Aber besser als Kletterhandschuhe. Muss man ja ehrlich sein. Es hätte schlimmer kommen können. So viel Ehrlichkeit darf man dann besitzen. Sieht so schön rot aus. Ja, no risk, no fun. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Und dann ist da eine Machete drin. Wenn sie liegen geblieben wären, das wäre ein toller Skillshot. Oh, wäre es ein Richter. Schöner Skillshot wäre es gewesen. Das Ding geht weg. Und raus. Ja, wenn Fragen zur Tonqualität, warum es nicht so krass ist. Ja, ich habe halt mein Mikro nicht. Wer Pokémon Feuergrün sieht, weiß Bescheid. Aber man kann alles verstehen, von daher, ich glaube, das ist nicht zu schlimm. Wenn ich da mal an die... Oh, schön getroffen. Wenn ich da mal an die Kartoffel denke von GTA San Andreas, von meinem ersten richtigen Projekt. Oh, hoi. Da wollen wir nicht über Tonqualität reden hier, glaube ich. Ist das komplett falsche Thema. 1-3, wir haben noch keine Schlüssel hier. Schlüsselschatztruhe. So schlecht ist die Machete gar nicht. Es gibt besseres, es hätte auch schlimmer können. Ja, Webgun. Gebe ich dir auch recht. Handy, es hätte schlimmer kommen. Aber Machete, ich benutze sie eigentlich nie. Also, ich meine, sie ist so da. Und das war's dann auch.
Für mich persönlich. Da Macheten sind richtig toll, wenn du durch Spinnennetze durch willst. Und dafür sind sie auch gemacht und das ist dann auch das Einzige. Und schön zerquetscht. Einfach aus Prinzip. Einfach weil es geht. So. Habe ich den Schlüssel schon verpasst eigentlich? Habe ich den nicht gesehen einfach oder wie sieht's aus? Ich habe nichts, also ich habe natürlich nichts gesehen, weil sonst hätte ich jetzt nicht gefragt, aber... Ah, da ist es. Jawohl, wunderbar. Oh, komm schon! Ernsthaft? Also das hätte ich aus Frost Lucky mitnehmen können, dass sowas immer passieren kann. Habe ich nicht gemacht, weil wegen war blöd oder was? So, das wird übrigens auch keine Spelunky-Folge oder so, es wird einfach... Also wenn es klappt mit auf YouTube hochladen, dann wird es einfach so, ne, Livestream hochgeladen oder so. Nichts groß Besonderes. So, wollte ich nur sagen. Also alle Folgen sind im Voraus produziert und wären auch ganz toll und so weiter. Kennst du das Spiel Super Meat Boy? Ja, ich hab's in Steam, ich hab's auch schon ein paar Mal gespielt. Mittelmäßiger Erfolg. Aber das ist auch so ein Spiel, wenn man es ein paar Mal spielt, man wird immer besser und dann macht es immer mehr Spaß und da kommt man in gewisse, in die nächste Zone und denkt sich, wer spielt denn sowas? Vor allem, wenn man so Speedruns anschaut. Das ist ja generell bei Spielen, aber wenn ich Speedruns von Super Meat Boy anschaue, oder die ich angeschaut habe, huiuiui, also. Respekt von mir auf jeden Fall. So, wo ist der Schwarzmarkt? Sehe ich ihn? Ich glaube, ich sehe ihn. Schauen wir mal. Ich glaube, er ist hier. Ha, gut gesehen. Gerade das Eck vom Grasbüschel war da. So, war nur kurz im Chat lesen, aber das kennt man ja inzwischen. Und raus. Ich habe Seile, jetzt könnte es gehen. So, dein Mike hast du ja auch schon eine Weile. Ich hänge mit meinem Old T-Bone rum. Ja, also. Im Vergleich zum Headset ist ein T-Bone ja richtig toll. Muss man ja gar nichts sagen. Und wie lange ich das Mikro habe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Genau. Fair. Fairness. Ja, Fairness und Spelunky passt nicht zusammen. Jeder, der Spelunky spielt, weiß es eigentlich ganz genau. So, gibt's hier ein Jetpack? Lohnt sich hier irgendwas? Nein, natürlich nicht. Super. Super toll gemacht. Es läuft ja auch wieder richtig bei mir. Diese tollen Skillshots, ne? Die sehen auch nur so aus, als wären sie heftig. Wenn man das mal live sieht, obwohl, dann bin ich da. Wollen wir da mal nicht drüber reden. Kommt er da hin, kommt er nicht hin, na klar. Er ist weg. Das ist das Problem, wenn er nicht direkt zuschlägt im Schwarzmarkt, dann hat man eventuell Zeitprobleme und das... Ich meine, gut, 1-0-2, das geht noch, aber das kann auch noch ganz anders ausgehen. Jetzt den Weg frei machen. Volksbanken reif, naja, egal. Das war übrigens sehr schön getimed. Versuchen direkt, also sofort, wenn die Bombe explodiert, zu schießen. Dass sie ja keinen Unsinn anstellen können. Shopkeeper Pisser da. Da unten haben wir Sprungschuhe, hier habe ich schon Kompass. Oh, Kompass? Ja, nur ganz ehrlich, könnte ich nehmen. Umhang war keiner da, den hätte ich mir geholt. Machen wir kurz aus. 1,43, wir haben Zeit. Ah, schön. Voll mit Eck. Voll auf Eck. Hat auch gereicht. Und Wiedersehen. So, wenn das hier explodiert. Ich kann gleich mal im Zwischengang lesen, was im Chat ist, aber jetzt würde ich dann doch ganz gern ein bisschen Tempo machen. Und raus hier. Okay, was zählt zu deinen Lieblingsspielen? Spelunky, This is Football 2003 und da könnte auch noch was, ich glaube übermorgen auf meinem Kanal kommen, zu. Sehr altes Fußballspiel, total für den Arsch, aber richtig geil. Und wer denkt, das ist ein Widerspruch, der sollte einfach mal abwarten. Ansonsten, ja, also meistens die Spiele, die ich LP, die sind auch dann meine Lieblings... Mich hat ein Eck von diesen Spikes getroffen. Ein Eck, ein Pixel, nicht mehr. Blöder Affe, fick dich!
Ja, ich starte gleich neu. Weil sowas lasse ich mir nicht bieten hier. Jetzt kriege ich natürlich auch noch einen Wurfhandschuh. Wichser. Okay, pass auf. Ich bin ganz ruhig. So, und spielst du wirklich keine Multiplayer-Spiele, zu denen man joinen könnte? Nee, also leider, momentan und auch in der letzten Zeit so nicht. Fällt mir nichts ein. Aber wenn ich mal was LPen sollte, was auch Multiplayer-fähig ist und wo ich sage, ja, da habe ich Bock drauf, dann werde ich auch schon was raushauen. Und sagen, ja, wer Bock hat und so, aber geht halt nur, wenn sich's anbietet, logischerweise. Du kannst im Shop eine Olle kaufen, ja. Wie man sich eine Nutte holt. Ja, das ist genau das. Es wird Kussgeschäft genannt, ne? Denkst du auch so, na klar. Na sicherlich, Kussgeschäft. Mehr möchte ich da zu diesem Thema auch gar nicht sagen. Geld könnte ich mitnehmen, aber will ich nicht. Und jetzt mache ich es doch, weil ich konsequent bin. Frau, fliegt man in die richtige Richtung? Was kannst du eigentlich? Ich spiele hier mit dem IKEA-Modell... Gundula. Weiß ich nicht. Das Schöne ist, wenn man die Frau vorne hat, kann man schön in Spikes reinspringen. Wenn auch nur einmal, aber man kann es, ohne getroffen zu werden. So erfüllen Frauen doch noch einen Nutzen. Nein, es war gemein. War ja auch ein Späßchen, Leute. Nicht so ernst nehmen, was der Onkel hier sagt. Was ich mir mal wünschen würde, wäre dieses Special, was ein Run inklusive Haunted Castle Wurm Special. Boah. Müsste ich eigentlich echt mal machen. Mal schauen, ich versuche jetzt mal einen Hellrun, wenn es nicht läuft. Oder wenn es nichts wird, ich glaube, dann versuche ich einfach mal alles mitzunehmen. Ich meine, warum nicht, ne? Kann man sich einfach mal gönnen. Schauen wir mal. Wenn es nicht klappt, vielleicht kommt es mir irgendwann als Folge. Keine Ahnung. Muss ich halt auch ergeben und ich muss auch Lust drauf haben. Und ich glaube, letzteres ist einfach das Problem. Dass ich sage, ich mache mir diesen Aufwand. Aber es wäre schon ganz geil, das stimmt schon. Ja, und was kann ich mir da kaufen? Riesensachen. Toll, was freue ich mich wieder. Umhang nehme ich nicht. Naja, Brille, okay, doch. Hätte schlimmer kommen können. Ich verberge meinen halben Herzinfarkt an diesem Ecksprung gerade. D-Abo. Ja, immer noch richtig. Klatsch die Olle mal nicht so hart. Ich meine, ja gut. Das sag ich mal gar nichts zu. Sieht so aus, als ob du die Olle von hinten nimmst. Ihr habt mein Geheimnis rausgefunden. Nee, komm, hier, weiß ich nicht. Spiel ist ja jugendfrei, ne? Ich trage die Dame auf meinen Händen, ich alter Gentleman. Genau, klar. Ja, wer nennt sich ja selbst den alten Ficker? Ja, ich glaube, ich bin das. Das lassen wir auch mal so stehen. Schön getroffen. Na komm, Schnucki. Bleib mal hier. Ich kann mich nicht erinnern, dich irgendwie rausgeschickt zu haben. Netzgun, jawohl. Netzgun Acker, ich habe ja sonst keine Probleme im Leben. Wenn sie runterfällt, ist es ja ihre Schuld. Da kann mir keiner irgendwas vorwerfen, glaube ich. Weg hier. Treffer. Schlüssel. Kiste war irgendwo oben, ne? Müsste irgendwo oben gewesen sein. Jawohl. Bevor ich mich da jetzt hochspringe, ich habe sowieso nur noch zwei Bomben. Schauen wir mal hier rum. Jetzt haben wir eigentlich eine zweite Brille, die nur einfach nur ein bisschen mehr kann. Frau ist da, wunderbar. Hat sich schön gereimt. Übrigens ein Grund, warum ich streame, ist, weil ich eigentlich was anderes machen müsste. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Jetzt kennt ihr auch meine Beweggründe, könnte man es nennen. So, ja, das dachte ich mir auch schon mal. Ach so, ja, zuerst kannst du hier Nutten und dann auch noch Sklaven holen. Das Spiel liebt Menschenhandel. Ja, kann man so sagen. Aber das solltet ihr mich nicht mir vorwerfen oder solltet ihr sagt es den Entwicklern. Ich gebe euch die Mailadresse. Ich bin ganz dicke mit denen, um ihnen für ihr tolles Spiel zu danken, das mich nie irgendwie verarscht. Ich bin noch extra... Oh, extra weggegangen. Oh, diese Kiste will ich ja trotzdem. Das war keine Kiste, okay. Habe ich natürlich gesehen. Ja, war ein Test, wer hat's gemerkt, ne? Wer hat's gemerkt? Die alten Lehrersprüche. Da ist ein Fehler an der Tafel. Ja, das war, ich wollte euch testen. Na klar. Jetzt komm schon. Das ist doch jetzt einfach nur lächerlich. Das war eine Zeit lang mal wieder ganz witzig und jetzt können wir auch wieder aufhören, glaube ich. Zack. Wurfskills plus 1.
Ein Küsschen nehmen wir uns mit, ne? Zwinker, zwinker. Spelunky@earworks.de. Genau. Spammt mal diese Mailadresse einfach zu. Ah, schön. Da sind wir mal. Oh, da. Ne, nicht ernsthaft, oder? Okay, ich dachte schon, es ist hier irgendwo. Es könnte da unten sein. Warte mal. Ich weiß schon, warum ich das Seil hier hochgemacht habe. Jetzt kann ich auf dem Schwarzmarkt zwar nichts mehr kaufen, aber das ist gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe Haut. Ich habe meine Tatschuhe. Nein! Nein! Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Hat keinen Sinn mehr. Scheiße. Ja, na gut. Nee, ich habe auch im Run, also in dem vorherigen Livestream, der ohne Mikro, ne, nur Test, habe ich. Was wollte ich sagen? Irgendwas Tolles habe ich da geschafft. Jetzt habe ich vergessen, was. Hat es was mit Klettern schon zu tun gehabt? Nee, ich glaube nicht. Weiß nicht. Na, kann nicht so wichtig gewesen sein. Muss man sich einfach immer wieder sagen. Oh. Schöner Treffer. Schöne Schrotflinte. Und rein. Und dann wird einmal richtig schön durchgeknallt, ne? Und nicht nur die feine Dame. Die hier, die ist schon wieder kaputt. Oh. Hoppa. Das ist Skill. Ja, das ist Glück, aber ist doch egal, komm. Das spreng ich einmal weg, weil da ich riskieren. Riskieren ist nur was für Leute, die keine Ahnung haben, so. Schön die Dame nach oben gesprengt. Das sind Berufsperspektiven, ne? Ist eigentlich total mies, was ich hier bringe, aber naja. Leute, ist doch egal. Und übrigens, die Kletternschuhe sind gar nicht so schlecht für die Eishöhlen, falls ich kein Jetpack mehr bekomme oder einen Umhang oder sonst irgendwas Nützliches. Dafür ist es ganz gut. Ich nehme alles zurück. Ach, komm schon. Da unten sind drei Bomben. Ich habe 46. Soll ich dafür meinen Tod riskieren? Ich glaube nicht, nein. Bam, bam, wunderbar. Und ich glaube, da unten ist niemand. Heißt, wir sind raus. Der Run könnte gut werden. Run könnte gut werden. Dann kann ich Nick vielleicht endlich mal zeigen, wie man einen richtigen Hellrun macht, ja. Hier mehr ein Hinting Pretty da. Ich weiß nicht mehr, wie man das aussprechen soll. Ich meine, die Schreibweise ist ja klar, aber die auch. Na klar, noch ein Jetpack. Sonst kein Leben oder wie. Furzkopf, ey. Wenn du es mal nicht brauchst, ne? Na gut, sag ich nichts zu. Sag ich gar nichts zu. Das könnte eine schöne Doppelbombe werden. Was ist das gewesen? What happened? Wie habe ich blind getroffen? Warum bin ich so geil? Ernsthaft? Was, dann könnte ich mir eigentlich aus Spaß mal... Pass mal auf, komm. Wenn hier drüben nicht ein Kali-Altar ist... Da ist eine Kiste, das ist auch schön. Noch mehr Kisten. Oh, jui. Da ist kein Kali-Altar, dann... Bring ich die Frau mal zum Ausgang und dann noch den Kristallschädel. Ich brauche das Geld zwar nicht, ne? Ich bin jung und habe das Geld. Und ne, weiß ich nicht. Aber dafür nehme ich sogar mal den unglaublich gefährlichen Permageist auf mich. Oh, Hilfe. So scary. Die Eishöhlen sind Immobilien sowieso viel zu leicht. Da finde ich den Dschungel echt schwieriger. Ja, kommt drauf an, mit welchen Items. Kommt drauf an, ob man Noob ist wie du oder... Weißt du, Anubis? Anubis, das ist... Den Witz wollte ich immer schon mal bringen. Ich weiß, warum ich ihn noch nie gebracht habe. So. Ne, es kommt immer drauf an, mit welchen Items. Also ohne Jetpack und Umhang und Kletterhandschuh kann der Dschungel... Nicht der Dschungel, Quatsch, der... Können die Eishöhlen... Ja, gar nicht mal so schön sein. Kommt natürlich immer auf die Generierung an, wie viel Glück hat man dabei. Aber... Oh, ich habe einen Wurfhandschuh, schön. Ja, es reicht, jawohl. Auf die Generierung an, aber... Es kann schön sein und es kann nicht schön sein. Kann man vorher nicht wissen. Der kommt da nicht raus. Double Kill. Boomerang, nein. Steht hier noch Hunting Party. Ja, so ist es aber nicht geschrieben. Das möchte ich mal bemängeln, ja. Halt's Maul, selber.
Wichser. Okay. Ne, ich liebe euch alle. Ihr kennt euch aus. Und was ich auch liebe, ist, der ist, also ihn sicher nicht. Müssen wir auch irgendwie mit klarkommen. Was krieg ich von ihm nochmal? Ich krieg einen Kompass, ich krieg, oh ja, Hilfe. Ich krieg einen Kompass, drei Seile und noch irgendwas. Ich weiß gerade nicht was, aber irgendwas Schönes krieg ich noch. Wenn ich jetzt keinen Wurf an Schwert, könnte ich auch damit arbeiten. Aber so. Ich will kein Risiko eingehen. Und ich weiß genau warum. Dun, dun, dun. Einmal weg. Jawohl, UFO ficken. Um es mal gut Deutsch auszudrücken. Ich sollte ihn jetzt aber erledigt haben, oder? Bei allem Respekt, jawohl. Genau, Spikes war das dritte. Vergesse ich immer. Schöner Treffer. Jetzt sollte mal wieder. Schön. So, so macht man das mit Doppelbomben, Leute. So und nicht Thomas anders. Kompass, drei Seile und Spikes. Richtig. Verifiziert. Gefunden bei otto.de. Nee. Genau das war's. Wenn wir jetzt diesen Typ noch, ne? Also diesen Yeti. Yetis weiß ich gar nicht, ob die ein oder zwei Punkte bringen. Muss ich ja meine Unwissenheit ehrlich kundtun. Fallschirm getriggert, okay. Bombenbox, stimmt, weil ich alles habe, richtig. Und dann lohnt sich das nämlich richtig. Dann lohnt sich das nämlich richtig. Das ist der einzige Vorteil von Kletterhandschuhen. Wer mit Kali wartet, dann gibt's eine leckere Bombenbox gratis. Wo ich, also in Spelunky vor allem nicht nein zu sagen. In Frostlunky, das ist kritisch. Brauche ich es eigentlich nicht, aber in Spelunky immer dabei. Immer dabei, immer geil. Immer tot. Ist hier noch irgendeine Kiste, ansonsten heißt es... Na 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 na. Na 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 na. Hey, hey. Gut, Brei. So. Kann ich mich selber opfern? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Hab's schon oft probiert und irgendwie hat's nie funktioniert. Verstehe überhaupt nicht warum. Als würde es nicht gehen. Hui. Ich will nicht sterben, nein. So, jetzt bin ich tot. Klopapier, Klopapier. Ja, Klopapier. Habe ich Klopapier gesagt? Ich bestimmt kann alles sein. Schön, wie das Jetpack in der Wand drin ist, liebe Entwickler. Nur mal am Rande. Genau, warum ich Yama nehme? Nicht Yama, Quatsch. Wie heißt da? Wen spiele ich gerade? Yang, genau. Warum ich Yang nehme? Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich mit Yang die Hölle schaffe. Also, ob Yang dann sich selber gegenübersteht. Jetzt könnte ich noch ein Jetpack holen, na klar. Sonst nichts zu tun. Nee, was passiert, wenn Yang sich selber gegenübersteht? Das, würde ich relativ gerne mal ausprobieren. Aus Forschungszwecken. Ne, einfach weil es mich interessiert. Ob da irgendwas Spezielles eingebaut wurde oder nicht, oder... Habe ich hier was zum Werfen? Das wäre sehr cool. Dass ich diese Geschützkanone umgehen kann. So, da unten ist nichts mehr. Ich war mir dessen bewusst, dass die Frau jetzt drauf geht, aber... Das war irgendwie meine einzige Chance hier. Zack! Das war's mit unserem Freund und Wiedersehen. Mach noch mal was, mal noch etwas Sparmern. Sparmern. Was soll das denn heißen? Der Ungebildete kommt wieder raus hier. Ungebildete Depokloni. Der jetzt auch etwas seltener den Chat liest, weil jetzt könnte es. Es geht so in die heiße Phase. Trotz Kletterhandschuhen ist es immer kritisch, das ist mir bewusst. Aber. Dieser Run könnte trotzdem was werden. Ich die Sufe getroffen mit dem. So nämlich. Dann halt nicht. Und jetzt muss ich aufpassen. Genau. Wenn ich jetzt. Wenn ich da zu lange gewartet hätte. Weiß ich nicht. Okay. Du wirst für deine Verbrechen bezahlen. Ist wirklich die größte Lüge ever.
Ja, was... was will der eigentlich von mir? Als hätte er irgendwas zu melden oder so. Pisa. Auf dieses Ding falle ich nicht rein. Das hat man auf Schlussland gelernt. Immer auf diese Steinfallen aufpassen. Exzessiv aufpassen. Das ist nicht mehr übertrieben, leider. Das könnte, jawohl. Ich lasse mich nicht verarschen, vor allem nicht beim Gleis. Wo, halt, wo ist Kali da? Oh. Ich bin gefangen, das ist schlecht. Nein, der war eine Bombe. Fuck. Ach, leck mich am Arsch. Na gut. So, jetzt und jetzt versuchen wir einen Run mit alles. Einfach, weißt du, wie beim Dönermann mit alles. Machen wir einfach mal. Alles mit dem, was geht. Da oben komme ich natürlich nicht ran. Wäre auch zu einfach gewesen, mir was zu schenken am Anfang. Hier durch. Weißt du, so ein Speed-Lunky-Ding, das wäre auch was für einen Stream eigentlich, aber... Ich habe halt nicht, werd halt nicht so oft die Möglichkeit haben, weil ich heute ausnahmsweise mal, hoppla, ans Mikro gekommen, ausnahmsweise mal alleine bin. Aber das wird nicht mehr so oft der Fall sein in den nächsten Wochen, wo ich noch hier bin. Wie sinnvoll man dann streamen kann, keine Ahnung. Na, komm schon. Schnucki, was soll denn das? Tenor und Handykorrektur und keine Lust, die Hand, Schlampe, noch was beizubringen. Ja, okay. Verstehe ich. T9 ist auch eine der Menschheitserfindungen, die man... Ja, ich weiß nicht, ob man die wirklich gebraucht hat. Meine Meinung. Kann man so sehen oder auch, ja. Oder auch Solarium. Vorbei an dir. Schiff Fledermaus. Man hat an dem Run gerade gesehen, was passiert, wenn man ein bisschen länger Spelunky gespielt hat, ein bisschen frustriert ist und dann denkt man sich, jetzt rush ich durch. Das, und spätestens jetzt hätte ich schon überhaupt keinen Bock mehr, ja. Wenn man streamt oder wenn man aufnimmt, hat man doch noch ein bisschen mehr Motivation, als wenn man nur so spielt. Da kann man einfach sagen, ich will nicht mehr. Ich meine, das kann ich ja auch sagen, ja. Aber man kann sich ja ein bisschen zusammenreißen. Und also es muss gar nichts heißen. Die besten Spelunky Runs können auch nach solchen, ich nenne es jetzt mal liebevoll Versagerrunden entstehen. Wo man sich denkt, aber man hat das Glück halt einfach und dann passiert's. Komme ich an die Kiste ran? Sollte ich eigentlich, ne? Drei Blöcke, jawohl. So. Haben wir eine Dame hier. Eine Burma-Dame. Das war irgendwie so ein Gen 4-Pokémon, oder? Burma-Dame war, glaube ich, meine ich mich zu erinnern. So, gehen wir nochmal hoch. Wir kommen jetzt an die Frau ran. Wahrscheinlich von hier oben. Jawohl, genau. Wieder geschafft, den Loni abzulenken. Ja, ja. Du, Fika. Nee, ich lass mich auch ablenken. Sonst, wenn ich den Chat nicht lesen würde, wenn ich mich konzentrieren würde, würde ich den Chat natürlich auch nicht lesen. Aber ich spiele jetzt hier nicht auf tot ernst. Es ist ja ein bisschen eine Spaßaktion hier. Kann man ja mal machen. Wenn es jetzt einen Kletterhandschuh gibt, dann raste ich aus. Dein Glück, Kali, dein Glück. Es wäre nicht mein Alter gewesen, der in die Luft fliegt, ja? Das ist nur ganz am Rande. Kurz mal, kann ich eigentlich anschauen, wie lange der Stream noch geht in diesem Programm? Kann ich? Verworfene Frames 0, das ist geil. 55 Minuten. Das Interessante ist, ich persönlich stelle mir so eine Zeitfrage, oder die bei Spelunky auf eine Zeitfrage immer so ungefähr nach einer Stunde. Ich weiß nicht warum, aber also es ist eigentlich phänomenal. Ich schaff's nie länger als eine Stunde, ohne zu denken, ist schon wieder Zeit? Ah, ich habe keine Klebebomben, Mist. Fuck, Was eben so, Stein kommt nicht zu mir. Und jawohl, drei Seile, ist in Ordnung. Das war jetzt ein bisschen Bombenverschwendung, das gebe ich zu. Das hätte man deutlich eleganter lösen können. Lesen hätte man es auch deutlich eleganter können. Drop the bass. Zack.
Und raus. So, jetzt sind wir sogar 5 Zuschauer, ja, Hilfe. Das nimmt mir astronomische Ausmaße an. Ich habe mich ehrlich gesagt schon gefragt, ob überhaupt irgendwer auf meine Stream-Ankündigung, wenn man es denn wirklich so nennen will, reagiert. War scheinbar der Fall. Oder es haben sich Twitch-Bots verirrt, die jetzt gleich richtig nette Werbung spammen werden. Free Sex Camps. Ne, sage ich gar nichts zu. Aber ganz, ich freue mich ja, dass überhaupt wer zuschaut, sind wir ganz ehrlich. Also. Bei meinen LP ist genau das gleiche. Solange überhaupt jemand zuschaut, reicht mir das vollkommen aus. Freut mich doch. Dieses Ding nervt gar nicht. Und wenn ich jetzt mir den Run anschaue, damit kann es eigentlich mehr arbeiten. Ich habe ein paar viel Seilen und ein bisschen wenig Bomben. Das könnte kritisch werden. Also da sollte der Schwarzmarkt doch ein bisschen was auf Lager haben. So, reicht der Sprung? Jawohl. Einmal raus hier. Ja. War schon fast wieder kritisch. Da unten ist ein Altar, da können wir ein bisschen was sacrificen. Natürlich auch Herzen verlieren an diesem Boomerang-Mann, das geht auch ohne Probleme. Sprungschuhe habe ich schon, heißt der ist mir egal. Bisher war ja der Schwarzmann immer auf 2-1, ne? In diesem Stream bisher. Außergewöhnlich. Aber ich hatte das Gefühl, das wird jetzt nichts mehr, ja? Oh, komme ich da durch? Ah, das könnte. Ich will ihn einfach nur weghaben, einfach aus Prinzip. Ernsthaft mal. So, hier ist nix. Loni, bist Nussdeckel, das schaut mal gerne zu. Zwar leicht am Keks, aber witzig und authentisch. Ja, ja. Also das am Keks, das kann ich bestätigen. Ne, freut mich doch immer, wenn es gefällt. Ne? Und am meisten freut es mich, wenn es jemand außer mir selber gefällt. Das ist immer am tollsten. Ah, schön. Okay, wo ist denn jetzt? Da ist unsere Dame. Das ist ein Treffer. An die Damen komme ich nicht ran. Schatzi, versteck dich nicht. Ich liebe dich doch. Liebe. Glück gehabt. Jetzt sind wieder 4 Leute. Ja. Ups. Habe ich was Falsches gesagt? Ich liebe euch doch. Ach, das geht nicht. Ja, nee, geht eigentlich wirklich nicht. So, da oben komme ich nicht hin. Heißt, da könnte der Schwarzmarkt sein. Und ich kann schon wieder abkotzen eine Runde. Soll ich auf 2-3 hoffen? Alle, die keine Ahnung haben, also Nick, ja, ich brauch mal einen, nee. Na, ernsthaft, soll ich da oben in der Ecke gucken oder soll ich auf 2-3 hoffen? Was hätten wir vielleicht sonst irgendwas angezeigt? Also, ich wälze jetzt die Verantwortung auf euch ab, ja, also jeder, der jetzt irgendwas sagt, kriegt vielleicht sogar 6 Euro in Paris. Willkommen auf Arte. So. Starre gespannt in den Chat. Und... Bluescreen. Nee. Warte ich halt noch ein bisschen. Geist hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja gar kein Problem. Ich habe keinen Kompass. Fällt mir gerade auf. Das ist nicht schön. Ist der Ausgang da? Oder... Nicht. Oder woanders. Okay, das hat sich geklärt. Problem ist, ich kann die Wurmebenen. Ja, ich sehe das Spiel zum ersten Mal. Das ist. Ist ja auch in Ordnung, ne? Solche Menschen gibt, muss es auch geben. Nee, Spaß, aber. Das Problem ist, wenn der Schwarzmarkt im nächsten ist, dann kann ich die Wurmebenen nicht mehr mitnehmen. Obwohl. Naja, Quatsch, in Eishöhlen gibt es den Wurm ja auch noch. Schmarrn. Naja, gut, dann. Schauen einfach mal weiter. Ist ja egal, ne? Und man merkt gerade, dass Nick Internet Explorer benutzt. Das möchte ich auch nochmal gesagt haben. Punchos Glücksrad, ja. Ich punch dir gleich ins Gesicht, Junge.
Ich habe auch keinen Kleber. Also, es sah am Anfang ganz gut aus, aber viel Hoffnung auf, bei diesem Run habe ich irgendwie nicht mehr. Jetzt werde ich ein Herz verlieren mit sehr viel Pech. Ja, wie vermutet. Dreck. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich eine Antwort. Hallo, ich bin auch beim Stream. Internet Explorer Things. Oh, da oben ist er, ich habe ihn gesehen. Komme ich da hoch? Komme ich da sinnvoll hoch? Reicht diese Bombe aus? Ja oder nein? Ja oder nein? Nein, sie reicht... Oh, komm schon. Ich musste echt oben lang. Ich kotze hier. Das Seil kann ich ja mal verschwenden. So, lieber Poncho, es tut mir ja fast leid, aber eigentlich auch gar nicht. Auch weißt du, ganz ehrlich. Gut getroffen, würde ich mal sagen, ne? GG. Jetzt wissen wir alle, wofür GG steht. Na komm schon. Ja, Pisser. Ne, ich hab noch wirklich sehr viel Hoffnung für dieses Spiel, also. Ich setze all mein Vertrauen hier rein. Oder auch nicht. Boah, das wird nichts werden. Ich war kurz weg, weil meine... Ja, IE ist schuld. Sicher. Genau. So, dein Charakter sieht aus wie ein Asiatenwurm, der keine Sonne bekommen hat. Also ganz ehrlich... Ja! Das kann man so sagen. Bams! Getroffen! Und raus, 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 raus. Schießen, 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 schießen. Schießen, 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 schießen. Okay, ich habe wieder 9 Bomben. Da, oh, lecker. Dieser Run könnte halt doch noch was werden, ne? Oh, uiuiui. Immer boom. Na komm schon, lass sie doch treffen. Wollen wir uns mal treffen, oder auch nicht? Oder ich lieber dich. Aber ohne Kleber wird es halt wirklich ekelhaft, ne? Da habe ich schon wieder keine Lust drauf jetzt. Eine Schrotflinte, na klar. Komm bitte, Kleber. Irgendwer. Ja, Kussjob. Ja, ich muss auf Shops hoffen, ansonsten haben wir ja ein Problem. Das nervt auch. Der Run ist an sich. Mit dem Run kannst du halt an sich arbeiten. Aber es fehlt eine Sache: Kleber. Eine einzige. Kriegst du ihn halt schon wieder? Boah! Richtig ausgerastet. Nee, also Stichwort ausrasten, sag ich nur Pokémon Feuergrün so. Ja, die späteren Folgen. Ja, die noch kommen. Nur ein Hinweis. Mehr sage ich dazu nicht. Genau, hier könnte ich den Wurm. Nachdem er mit dem Run arbeiten kann, würde ich sogar in Erwägung ziehen, in den Wurm zu gehen. Wenn ich Kleber bekomme. Es ist doch nicht so schwer, Leute. Ich habe keinen Wurf. Ne, ich habe einen Wurfhandschuh. Scheiße. Wir haben ihn schön getriggert. Soll ich in den Wurm? Sag mal was an. Jungs, sag mal was an. Wurm, ja oder nein? Wird mein Charakter zu passen? Stimmt. Aber soll ich mir auch gönnen oder nicht? Man kann Bomben auch vor sich hinlegen, aufnehmen, kurz vor der Explosion werfen. Ja, das geht auch. Wenn man sein Leben wegwerfen möchte. Ne, also dass es geht, das wusste ich, aber normalerweise habe ich Kleber und dann braucht es einfach nicht. Ja, ab in den Wurm, ja. In dich oder was? Nein, Späßchen. Späßchen. Was passiert jetzt eigentlich mit dieser UFO-Tasse? Explodiert die und wir sterben alle oder wie sieht's aus? Wird mitgefressen, ja? War ein richtig Ticket für den Darm. Herzlichen Glückwunsch. Das erste Mal übrigens, dass in einem... Ja, in einem... Irgendwas LP-ähnlichem sogar... der Wurm gezeigt wird von mir. Weil für einen normalen Run... Ich zeige dann... Oder... Mein Ziel ist ja nur, die guten Runs zu zeigen. Und da... ja, ist es halt einfach nicht... notwendig, den Wurm zu zeigen. Deswegen heute eine unglaublich tolle Premiere. Aber ich habe den Wurm natürlich schon gespielt. Ich habe ja auch schon 100% vom
vom Tagebuch. Wäre komisch, wenn ich den Wurm noch nicht hätte, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich könnte mir die dicke Machete holen, das wäre ganz geil. Ich habe noch ein Herz, das ist toll. Hoppa! Nein! Ach, egal. Ich will nur kurz die Magensäure wegsprengen. Und jetzt kann ich nämlich alles mit einem Hit killen. Ich könnte sogar Yama mit einem Hit killen, theoretisch. Wenn ich denn bis dahin komme, aber... ne? Weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Ich kann jetzt auch die Bazillen mit einem Hit töten, das ist der Vorteil. So, der Wump. Schmerzhaft, nein. Das wäre doch ein geiler Multiplayer. Ja, wäre es. Aber ich hab's ja nicht programmiert. Eigentlich hat's überhaupt keine programmiert. Und das ist genau das Problem. Wie finde ich Worms? Worms, nie selber gespielt. Ein paar Mal gesehen bei Kumpels und so, aber... ja, geht. Also, kann man, glaube ich, machen. Kann auch die Kletterhandschuhe nehmen. Nee, also Worms kann man auf jeden Fall machen. Bin leider nie in den Genuss gekommen, das selber zu spielen. Weder irgendwas Altes noch was Modernes davon. Tut mir sorry. Damit nehmen wir natürlich... uiuiui, mit. Ich möchte übrigens an dieser Stelle dem Herrn Nick danken, wegen dem ich jetzt nicht mehr in die Hölle komme. Wichser. Ich wollte die Dame gar nicht, ne? Ist ja... klar. Na, komm schon. Reicht es? Reicht es? Bams! Wunderschön. Und wieder raus. Dieser Ausgang sieht extrem verstörend aus. Aber das nur mal ganz am Rande. So, wahrscheinlich wäre jetzt hier... muss ich jetzt hier sterben? Oder hätte ich jetzt hier sterben müssen, was ich jetzt nicht mehr kann? Nee, kann ich... ist es 3-4? Quatsch, kann ich überhaupt nicht. Mist. Ja, okay, dann ist egal. Dann nehme ich es zurück. Ich hätte so oder so nicht... wäre so oder so nichts geworden. Na gut, dann nächster Halt. Würde ich sagen, Mutterschiff, ne? Mutterschiff für den Mutter-Dingens hier, ne? Mal rein. Das wäre auch mit Klettern schon richtig schön zu machen. So muss ich halt ein Seil, ich will nicht sagen verschwenden, aber verwenden. Ab ins UFO, jawohl. Richtig. Ja, ich hatte leider nicht die Möglichkeit... auch noch die dritte mitzunehmen, die... na sag... hier das Schloss. Es war leider kein Totenlevel. Hätte es sehr gerne gezeigt, aber das Spiel hat es mir verwehrt. Boom. 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 Die Musik hier ist eigentlich auch... also die Musik generell in Spelunky ist geil, aber auch... also die auch, ne? Da kann man generell mit arbeiten. Nein, nicht treffen lassen von der Bombe. Hier, weg damit. Ich denke mal, diese Aliens hinter der Schutzscheibe kann ich treffen. Das, dann kann ich es nicht, dann regt es mich auf. So. Alien-Waffe wäre zu konsiderieren. Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, consider, und das gibt es bestimmt auf Deutsch. Es gibt so viele englische Wörter auf Deutsch. Kann man das auch mal machen, einfach. Er ist tot, das ist so schön. Warum auch immer. Aber bitte. Ja, Hilfe. Weg mit Mutterbrain. Ah, das prallt ab. Wichser. Habe ich sie erwischt? Nein, habe ich nicht. Ja. Mm. Ah, Hilfe. Hab noch zwei Herzen. Alles gut, alles gut. Ich war auch ein bisschen, oder bin auch ein bisschen unvorsichtig, das muss ich zugeben. Also, es kann auch besser gehen. Sollte auch besser gehen. Jetzt einmal kurz abwarten und dann... nein, jetzt komm schon! Wie alles abprallt daran, fick dich! Allein die Soundtracks sind schon ein Kaufgrund, das ist richtig. Andererseits, wenn man nur die Soundtracks will, kann man sie auch auf YouTube einfach nehmen, ne? Ein YouTube-Video mit allen Spelunky-Soundtracks.
Aber das Spiel kann man auch dazu genießen. So, das sollte die Pointe davon sein. Komm schon, wirklich. So, Leute, ich mach noch einen richtigen, ja, einen richtigen Run. Ich versuche noch einen dicken rauszuhauen und dann reicht es auch erstmal für jetzt, heute und für die ganze, für mein ganzes Leben. Nicht ganz, aber für heute auf jeden Fall. Weil einmal Yama hätte ich doch gerne noch gemacht. Einmal gepeitscht. Muss ich mal gönnen, ja? Man muss sich mal seine männlichen Freiheiten. Okay, ich rede besser nicht weiter, ansonsten kriege ich noch Ärger hier. Das Problem ist, weil ich jetzt von Speedlunky gesprochen habe, von diesem. Ja, ich glaube, unter 7 Minuten für das Spiel zu brauchen. Ja. Das macht Sinn. Nein, das ist. Also das denke ich mir zumindest immer so am Anfang, wo ich denke mir so, ja, also es läuft eigentlich ganz gut, ne? Und dann kommen so die ersten Shops, dann kommen die Schatztruhe und der Schwarzmarkt und dann denkst du ja, ach komm, ist auch egal. Also gewollt oder versuchen wollte ich schon ganz oft, aber muss auch einfach mal machen. Ich trigger mal kurz. Drei Seile. Na kommt her, Schnuckis. Na komm schon. Spinnenliebe. Unrasierte Beine. Ja, oder auch nicht. Oh, natürlich. Pass auf, da machen wir jetzt einfach mal. Zack. Das Herz war es mir auf jeden Fall wert. Eine Lady für den Loni. Ich muss unbedingt auf die Spinne aufpassen, dass ich jetzt keinen Kleber hatte im Run vorher. Das wird zu ändern sein. Unter 8. Ja. Genau, 8 Minuten waren es. Und versehentlich sind 7 Minuten 2 schaffen, also. Es kommt auch auf den Spielstil an. Wenn man halt einen etwas schnelleren Spielstil hat, dann kann das durchaus passieren. Und wenn man so einen Spielstil hat wie ich, der ein bisschen langsamer ist, dann wird sowas eher nicht passieren, zufällig. Welchen Spielstil? Welchen Zungenbrecher hast du? Schreib's in die Kommentare. Ah, nicht darunter stellen vielleicht, aber... Ne, an die Lady da... Das wollen wir jetzt nicht. Na, komm schon. Komm. Ja, fast. War fast super. Und schon wieder kein Kleber. Es ist aber auch selten, dass es im Schwarzmarkt keinen Kleber gibt. Also das passiert einmal in 270 Millionen Jahren. Versuchen, Dingens. Das passiert nicht. Schöner Treffer. Mist! Nein, 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 nein! Ich weiß nicht, was da hinten passiert ist, aber ist mir egal. Mir egal. Ja, oder so. So geht's auch. 1, 3. Na, wird auf nächsten die Schatztruhe sein. Immer noch 3 Leute, Hilfe. Sind ja dreimal so viele wie ich. Boah. Der Wahnsinn. Es ist so blöd einfach. Mal kurz gesprengt. Mit Demolition Company gespielt. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich bin so ein bisschen faul geworden, die Frauen zum Ausgang zu bringen. Muss ich ehrlich sein, weil ich habe einfach keinen Bock drauf. Das machen nur die Noobs. Ja, denkt man sich und geht dann kurz danach in dämlicher Weise drauf. Oh, da kann man opfern, das macht schon wieder Sinn. Ja, das macht Sinn. Haben wir hier irgendwie Schatztruhe oder so? Vielleicht habe ich sie auch verpasst, könnte auch sein. Da muss ich eben hoffen, dass ich den Schwarzmarkt durch Zufall finde. Das war super toll, Loni. Richtig heftig. Nicht. Es ist Opferzeit. AKA, ich streame jetzt auch. Ja, live sind die Witze halt noch viel besser. Das ist total cool. Oh, oh. Ja, weg. Wo war denn der Altar dann? Habe ich den... Wo ich den Ding gesehen? Danke. Nein, wir...
Ich meine, von Glück wollen wir erstmal nicht reden. Wir breiten den Mantel des Leders darüber aus. Wo ist denn jetzt die Frau hin? Habe ich die. Wo ist denn die hin? Manno! Madame. Voulez-vous coucher? Was? Wo ist denn die? Und wo ist der Schlüssel überhaupt? Was passiert hier? Okay, jetzt bin ich ganz amtlich verwirrt. Es ist jemand. Bezweifle mal, dass es ernst gemeint war, aber ich mach's trotzdem. Anfangs achte ich auf alles Wichtige. Weil ich das hab, rush ich einfach durch. Ja, so geht das. Das hört sich nach einer vernünftigen Strategie an. Es kommt nur darauf an, was ist wichtig. Ist es wichtig, 40 Bomben zu haben? Dann ist es genau mein Spielstil. Ansonsten eher nicht so. Der Schlüssel liegt doch da unten drin, oder? Nicht. Wo liegt denn der Schlüssel? Hat jemand aufgepasst? Wahrscheinlich nicht. Na, ficken, komm schon. Oh, ich hatte ihn noch gar nicht. So, dank Nick kommt jetzt der Geist und ich bin nicht vorbereitet. Toll. Kommt immer von rechts. Ist ja immer mal was. Und raus. Die Frau habe ich zum Ausgang gebracht? Ja, wie geil ich schon wieder bin, ne? Oh, toll. Vielen Dank. Warum bin ich so heftig? Ein Buch von T.Loni. Oh! Und dann nehme ich es gleich wieder zurück. So, was wird gesprengt? Alles, das ist toll. Ah, genau. Ich vergesse manchmal den Rückstoß von der Schrot und dann ärgere ich mich, weil es einfach nur dumm ist und unnötig. Du nicht. Schwarzmarkt auch nicht. Jetzt wäre es mal sinnvoll, ein Herz irgendwie zum Ausgang zu bringen. Also mache ich das auch. Bin noch zwei Seilen. Oder zum Wurm. Was, war hier nicht irgendwo ein Wurm? Konnte ich nicht... Ach, egal, ich bring's zum Ausgang. Ist ja nicht so wichtig. Ja, das ist auch deine eigene Schuld. Du Juppie. So, na komm doch her. Ja, komm doch her. Hast du es nicht geschafft. Trottel. So, einmal die Schrot. Ich leg's jetzt auch gar nicht drauf an, in den Schwarzmarkt zu kommen. Ich sage einfach, wenn es klappt, klappt's, und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Ist auch egal. Was mache ich jetzt mit dem Freund, ne? Schön, dass ich keine Klebebomben hab. Ist total sinnvoll. Ja, jetzt wollte ich ihm auf den Kopf springen. Superklasse, superklasse. Super Loni, super, super, ficken, super geil. Pass auf, ich versuche jetzt einfach mal irgendwas mit Speed. Ich mache einfach mal, ne? Ihr habt ja Zeit und ich hab Zeit, und das ist doch toll. Rush, rush, rush. Das war einfach. 7 Sekunden auf Doom. Mit T.Loni. Da ist eine Kiste, die will ich eigentlich... die will ich haben. Die will ich ganz schnell haben. Schrotflinte, ja hallo, hallo, hallöchen. Ich sag ja. Du Schrotflinten, kann ich da durch? Nein, natürlich nicht. Ja, sicher. Brauche ich irgendwas hier? Nein. Noch eine Kiste. Falsche. Ja, toll. Leute, ich will eine Bombenbox. Eine Alienwaffe. Ein Jetpack. Was man halt so bekommt, wenn man in Kisten schaut. Ihr bietet mir da so einen Müll an. Was soll denn das? Russian heißt ja einfach... Nee, das wird ein toller Run. Das wird der Run werden. Scheißdreck. Will ich was kaufen? Ich habe kein Geld, dann ist ja egal. Du versuchst was mit Speed Weed Lonis am Start. Ja, witzig. Okay, ich sollte, wenn ich schon mal was auf Speed machen will, dann naja, komm, dann sollte ich wenigstens auch. Das war kurz. Nicht dauernd den Chat lesen, das wäre zu empfehlen. So, ist hier richtig, das ist falsch. Ich verstehe nicht, warum der dauernd alle Bomben droppt, muss ich ganz ehrlich sein. Einfach, weil ich es mir leisten kann. Aber es ist eine schöne Wurfwaffe, also muss man dazu sagen.
Nützlich kann man dazu auch sagen. Und raus, gibt's hier noch irgendwas Nützliches? Ansonsten... Nein. Geld! Ja, wer braucht denn sowas? So ein Rotz. 30 Sekunden, ist schon wieder viel zu langsam. So, Shop kaufen wird auch keine Alternative, heißt, wir müssen einfach ausrauben wahrscheinlich. Oh ja, wir müssen sowas von ausrauben. Na, ob das mit der Zeit zusammenpasst? Ich weiß es ja nicht. Das ist eine Kiste, das ist... Ja, wenn da unten Spikes sind, ne, dann bin ich schon wieder der Arsch vom Dienst. Das ist das Geile an den zwei Dinger breiten Ausgängen. Du kommst sicherlich raus. Also der Shopkeeper wird sicherlich getroffen. Du kommst sicherlich raus, was? Der Shopkeeper wird auf jeden Fall rasiert. Wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. So. Das brauche ich nicht. Bisschen Grips. Nee, brauche ich nicht. Quatsch. Weg damit. Bullshit. Und sage ich auch nicht nein zu. Mal schön durch. Hui, 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 hui. Das war richtig intelligent. Richtig schlau war das. Tatsächlich warte ich einfach ab, bis er getroffen wird von den Spikes wieder. Ich hab die Zeit ja, ne, Freunde. So, das kann ich auch nur einmal machen. Dieses einfach blind runterfallen. Man sieht ja, wo das hinführt. Natürlich war es die falsche Richtung. Was ist das wieder unschön hier? Wie der Schuss jetzt war, ne? Ist auch unfassbar eigentlich. Ganz ehrlich, das war richtig schlecht. Ja. Habt ihr auf irgendeine Taste gedrückt, reicht aus. Reicht. Das wird richtig teuer, das bezahlen. So, letzter Versuch. Allerletzter, danach ist sicher Schluss. Es sei denn, ich sterbe in 1-1, dann spiele ich noch 3 Stunden weiter. Nein! Nein, ich will nicht. Nee, okay, komm. Einmal ernsthaft noch. Was? Einmal. Deswegen ist es richtig beenden wollen. Wäre doch schon mal was. Ich habe da wenig Hoffnung, wenn ich mir das so anschaue. Ohne Geld. Also, Geld habe ich jetzt. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr drauf. Dass die Kiste nicht explodiert ist, obwohl Blut drauf gefallen ist, das finde ich persönlich kritisch. Da drüben scheint nichts zu sein, also weg da. Give me them items. Drei Seile kannst du machen. Kannst du machen. Komm doch her, Schnäpfe. Ja, es geht gleich jetzt wirklich 3 Stunden weiter hier. Ich sehe jetzt schon. Boah, ich hab dich kaputt. Wichser. Mal schauen, was er jetzt sagt. Warum greifst du mich an? Die versuchen dir zu helfen. Deine scheiß Tunneln kannst du sonst wohin stecken. Die braucht niemand. Niemand. Niemand braucht sie. Niemand, 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 niemand. So. Jetzt hab ich mal meine Meinung gesagt. Gesungen. Gekreischt. Na gut. Mhm, sicherlich. Jetzt bin ich auch noch auf der falschen Seite gelandet, oder was? Oder ist da der Ausgang? Nein, da ist der Ausgang, alles klar.
bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich, ne? Ob ich jetzt Speed soll oder ob ich jetzt, oder was ich jetzt überhaupt machen soll. Und das ist immer schlecht, wenn ich weiß, was mit Willens belangt, dann gibt einem das Spiel genau das zurück. Nämlich Brei. Gibt's leckeren Brei zurück. Todesbrei vielleicht. Aber weißt du, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, ne? Ernst? Ja, wirklich. Ah, wessen Ernst war das schon wieder? 6 Stunden, ja. Ich bin zweimal ins 1-1 gestorben. Selber schuld. Das mit dem Frühaufstehen morgen, das kann ich mir in die Haare Ich bin da echt reingefallen? Ich wollte eigentlich schön seitlich vorbei. Ja gut, aber immer nicht in 1-1 gestorben, heißt, es sind keine 9 Stunden. Yippie. Juhu. Yippie-yay, Schweinebacke voll drauf. Normalerweise würde ich jetzt sagen, den Run spiele ich nicht mehr. Aber ich spiele den Run jetzt einfach mal trotzdem. Weil ich einfach verrückt bin. Ich gönne mir einfach mal. So. Hat natürlich wieder nicht gereicht zum Kill. Super. Das Geile ist, es regnet draußen. Schön Balkontür, weit offen. Und zum Geräusch von prasselnden Regen zocken, das ist einfach immer das Beste. Also ich persönlich habe da immer riesig Bock drauf. Ich glaube, wenn es nicht regnen würde, hätte ich schon längst aufgehört. Ich glaube ehrlich gesagt nicht mal, dass es ein Witz ist. Ich glaube, ich hätte echt aufgehört. Oh, viele Bomben. Ganz ehrlich, der ist doch selber schuld. Der ist doch selber schuld, wer den ganzen Scheiß hier ausstellt. Idiot. Bams. So, was haben wir hier hinten Leckeres? Ein Altar, ja, toll. Loni Corporation dankt ihnen sehr nicht. Plus 1, ja. Gibt hier gleich plus 1. Was? Ja, nee, Absicht. Also Absicht ist genau das Stichwort, das hier jetzt perfekt passt. Boah, so viel kann ich gar nicht husten, wie an dem Satz schon wieder nicht ehrlich war. Und Trigger. So einfach geht's. Und so einfach holen wir uns die... Oh, ich hab den Kleber noch nicht geholt, ich Hirn. Ist egal. Leute, komm. Doppelt Kleber hält doppelt besser, oder... Ich sah einfach gar nichts mehr. Ah, ich hab getroffen. Oh, das ist ja cool. Gerade noch der Spinne ausgewichen, als hätte ich Skill. Das ist total geil. Ist da oben irgendwas Schönes versteckt? Irgendeine Kiste? Nö. Nö, 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 nö. Nein. So. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt sterbe, egal wie, dann ist es vorbei. Dann, was ist für heute? Für diesen Stream, vielleicht kommt die nächsten Wochen noch einer, wird auf jeden Fall auf YouTube, Twitter, bla, irgendwo, auf allen total hippen Plattformen angekündigt. Und wenn nicht, dann ist es euer Problem. Weißt du, stream dir doch selber mal ein. Klingt komisch, ist aber so. Haben wir eine liebreizende Begleiterin? Ich glaube, nein. Also machen wir eben eine leckere Bombe. Oder auch nicht. Da unten waren aber viele Spikes, der muss draufgegangen sein. So, willkommen zurück. Ja, jetzt war der Zeitpunkt, wo ich auf einmal nicht mehr alleine bin. Und natürlich direkt als erstes mal in den Stream rein. Weil man sich auch leisten kann, oder was? Ja, also eigentlich hätte sich die Unterbrechung gar nicht gelohnt, weil es ist ja sowieso gleich vorbei. Aber gut. Sowas hier. Also falls einer kommt, bitte erst nach 17 Uhr. Ich Mongo hab Schule. Ja, du Mongo. Natürlich kommt einer nach 17 Uhr, weil ich muss ja arbeiten. Also vor 17 Uhr sieht's bei mir auch nicht allzu gut aus. Glück für dich. Und für alle, die Schule haben. Und kleine Mongos. Nein, Späßchen. Schule ist solche... Es muss auch Schüler geben auf der Welt, glaube ich. Mit dieser Überzeugung lebe ich. So. Wenn er jetzt nach hinten geht, ne? Bisschen verpasst. So macht man das. Lecker, locker, flockig, wunderbar. Ich habe kein Seil mehr. Muss ich echt sprengen für dieses bisschen... Ach, ärgerlich.
The Benefits of No-Seile. Loading AFK, das sollte mindestens ein paar Minuten Stream-Verlängerung geben. Ja, ja, genau. Na klar. Ihr braucht ja nur dem Kasper zuhören hier. Ich muss ja total gut spielen. Ja, okay, habe ich, glaube ich, nicht ernst gemeint. Ich sollte mich fragen, ob ich mich eigentlich verarschen will. Ja, aber ohne Seile brauche ich hier auf dem Hellrun irgendwie auch nicht hoffen, ehrlich. Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Viel Hoffnung habe ich da nicht. Schlägt aber auch nicht aus. Warte, da drüben ist was. Seile, Seile, Seile. Ganz ehrlich, manchmal hättest du echt einen aufs Maul verdient. Ja, das ist genau der Richtige, ne? Nicke. Das sind Seile, das ist richtig lecker. Die Seile erinnern... Ah, Schmerzen. Nein. Aber das passiert, wenn... Also, wie lange sind wir jetzt? Ich glaube, 1,75 Stunden. Wie haben ich das gemacht hab? Skill, Digga. Skill. Ne, also... Ne, was wollte ich? Ja, also wenn sowas zu lang geht, 1,75 Stunden. Man ist nicht mehr konzentriert. Also das... Wenn ich jetzt noch einen Hellrun schaffe, dann weiß ich selber nicht, wie ich das gemacht habe. Würde mich mehr als nur ein bisschen wundern. Perfekt. Mit ein bisschen Glück, aber hat gereicht. Da komme ich auch ohne Seil hoch. So, jetzt sind es immer noch 3 Zuschauer. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ein Zuschauer bin ich irgendwie selber. Weil ich habe ja selber den Chat offen. Ich glaube, ich werde sogar als Zuschauer gezählt. Habe ich so das Gefühl. Also dann habe ich sogar 2 Zuschauer, ist ja noch besser. Toll. Ich meine, ob man Nick als Zuschauer zählen kann, ja, das ist die andere Frage. Nein, Spacecam muss ja immer ein bisschen, ne? JT2601, Minecraft ist besser. Ja. Da sage ich nur, Als Maul. Jetzt bin ich sogar auf B gekommen wegen dir, du Ficker, ey. Was soll das denn? So, was steht da noch so? Verrückte Mongo. Beziehungsweise so viel zu, hier ist nach hier ist definitiv Schluss. Ja, ich habe nicht die Streamverlängerung gefordert um ein paar Minuten, ja? Kannst du schauen, bei wem du dich bedanken darfst jetzt? Ich bin nicht schuld. Ausnahmsweise mal. Das Witzige ist, es hat ja was für Minecraft-Grafik, ja? Also. Das ist nur mal ganz am Rande. Das ist natürlich ein Schlüssel. Och, Leute. Oh, Leute. Finde ich nicht gut, ne? Aber ich habe auch keine Gewissensbisse da, also. So ist es jetzt auch nicht. Einmal dich raus. Es war ein Shop mit nützlichen Items, ist ja schon mal ganz nett. Aber wo ist die Schatzkiste? Wahrscheinlich irgendwo ganz, ganz oben, wo ich nicht hinkomme. Das wäre doch richtig lustig, oder? Es scheint richtig lustig zu sein. Richtig lustig. Richtig lustig. Drachengefauche. Wichser. Ein Herz, genau. Als hätte ich mir wieder gegönnt. So, hat jemand die Kiste gesehen? Schreibt's in die Kommentare. Oder in den Chat, wie auch immer dieses neumodische Zeug da heißt. Braucht doch keiner. Früher war alles besser. Kommst du runter? Wunderbar. Natürlich hier. Ja, keine besseren Orte, um die Schatzkiste zu verstecken. Da lobe ich mir die Karten, wo es direkt nebeneinander ist, der ganze Müll. Zack, nein und raus. Mal schauen. Loni, wenn du weiterhin Ankündigungen machst auf YouTube, dann bin ich immer dabei. Das freut mich. Sehr. Nee, freut mich wirklich. Deswegen mache ich ja die Ankündigungen auch, dass Leute dabei sind. So, ich immer in die Falle getriggert, ist doch auch toll. Muss auch einfach mal das Positive an seinem Versagen sehen dürfen. Ach, Fledermaus. So, jetzt aber wirklich der Letzte. Jetzt wirklich. Ja, also. Wenn ich jetzt in den Dschungel komme, ist danach vorbei. Egal, was passiert. Ernsthaft. Kommt irgendwie nicht glaubwürdig rüber, aber so ist es, ja. So machen wir das. Wenn ich in 1-1 sterbe, dann ist, glaube ich, auch vorbei. Spinne, jawohl, gut gesehen. Muss ich auch einfach mal selber loben dürfen. Wenn schon kein anderer macht. Wo bleibt die positive Resonanz? Ich
brauche Liebe. Nein, okay, Quatsch. Machen wir weiter. 1-1 lief er ganz gut. Kisten, keine, na klar. Mit so einem Ding kannst du wieder richtig toll beginnen. Hätte auch ganz anders ausgehen können hier. Nur was will ich? Spikes auf jeden Fall, Seilen. Naja, gut. Könnte ich mir eigentlich auch nehmen. Was ist da noch? Umhangbrille? Nee, also das nicht. Seile wäre vielleicht gar nicht so blöd. Wenn ich jetzt hier gut Geld finde, nicht, also dann ist mir auch egal. Deswegen werde ich auch der Konsequentinator genannt. Weil ich immer genau mache, was ich sage. Übrigens, nach dem Run ist vorbei, ne? Also da, ernsthaft! Nach 2 Stunden. Ich freue mich schon, das auf YouTube hochzuladen, wenn das irgendwie funktionieren sollte. Das wird ja toll. Also die entsprechende Einstellung sollte ich gemacht haben. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Was kriegen wir jetzt für ein schönes Item? Ja, hätte schlimmer kommen können, ne? Kletterhandschuhe! So, -1. Nee, mein Freund, das, sei mal nicht so negativ, ne? Das ist 10% traurig, 20% traurig, 50%, naja, gut. Ihr wisst Bescheid. Da kriege ich nochmal gratis Kleber jetzt, wo ich ihn total dringend brauche. Toll. Treffer? Kein Treffer, okay. Spikes habe ich. Und raus. Ich habe immer eine riesen Angst, Schlüssel und Kisten zu verpassen. Das finde ich nicht gut. Das wäre ich nicht dabei. Ja, heißt, leck mich am Arsch. Wie meine Mutter schon immer zurecht sagte. Ich meine, gut, ne? Wenn man zu viel Freizeit hat. Wenn man die Zeit hat und die Lust drauf. Ist ja auch eure Sache. Bomben, schön. Schatzkiste wäre noch schöner. Aber ich hab das Gefühl, ich habe die irgendwie verpasst. Weiß auch nicht. Ich hoffe, der Schein trügt. So wie bei Falschgeld, aber ich habe da wenig Hoffnung. Na, ist ne. Damen drüben, Glückwunsch. Na, wunderbar. Und sogar geskillt, Junge. Ernsthaft. Ich wollte extra nach oben, ne? Aber ich hätte mir denken können, dass es in einem Boom endet. Und in keinem Wirtschaftsboom. So viel ist sicher. Schön. Komm schon, Schlüssel. Wir wollen den Schlüssel. Wollen den Schlüssel. Und da ist er nicht und da oben ist er. Toll. Toll. So. So, dann gehen wir einmal hier hin. Was steht im Chat? 20%. 20% Pills. Ja, genau. Da habe ich auch manchmal das Gefühl. Was steht da noch? No eye. NVM, never mind. Okay. Freut mich immer, positive Resonanz zu bekommen. Okay. Schwarzmarktsuche. Seil ist schon wieder kritisch, aber also im Grunde kann das jetzt was werden. Ich fahre jetzt nochmal meine letzte Konzentration auf. Die Dame. Nee. Nein, danke. Nein, Dame. Oh, komm schon! Ein scheiß Pixel, ey. Und dann ist da nicht mal was. Boah! Ja, ich bin wirklich sehr konzentriert gerade. Komm schon. Gib mir ein Zeichen, Jo. Gibt's nicht, okay. Ein Signal. Spiel, sei nett. Ich hab keine Seile mehr. Das überlebe ich nicht. Das werde ich nicht überleben. Boah, gerade so. Treffer.
Ding nehme ich, die nehme ich ganz gerne mit. Könnte ich opfern, aber... Boah, das überlebe ich schon wieder nicht. Ah! Jetzt könnte ich es überleben. Immer noch kein Blink, aber... Sachen zum Kaufen. Na komm. Gib mir den Blinker meines Lebens. Ansonsten bin ich sehr traurig. Und das will doch keiner. Das will keiner. Warum habe ich genug? Das kann ich mir jetzt mal leisten. Aufgepasst. Auf Bossen. Jetzt spreng ich wirklich alles auf. Jetzt ist mir egal. Weil irgendwo hier muss der... Sollte. Der Schwarzmarkt ja sein. Oh, ein Jetpack. Och, komm schon. Leute, jetzt finde ich keinen Schwarzmarkt wahrscheinlich und dann kriegen Jetpack in den Arsch geschoben und eine Bombenbox. Na klar. Oder oh, ich sehe ihn. Ich habe keine Seile mehr. Ich muss aufpassen. Und werde wohl nicht an mein Jetpack rankommen. Das gibt's doch nicht. So, komme ich hier noch hoch? Ich komme hier noch hoch, okay. Mal gucken. Vielleicht wird's ja noch was. Gereicht, dankeschön. Jetzt muss ich nur noch da hochkommen irgendwie, aber ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich müsste es nur schaffen. Yes, 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 yes. So geht's. So geht's, so geht's, so geht's. Ah, das... Oh, das könnte böse werden. Wo ist seine Schrotflinte? Sehe ich sie nicht? Ich sehe sie scheinbar nicht. Okay, kein Problem. Boah, wie ich skille! Wie ich skille! Sagt mir, dass ich skille! Oder sagt... Na klar, dunkel! Dunkel, Junge, oder was? Das sind immer zwei Shopkeeper, das ist ja schon mal toll. Ich sehe sehr viel. Was ist da unten so? Oh, schon wieder Bomben. Mit einem Herz, aber es sind Bomben. Deswegen wieder der zusammengekratzteste Run aller Zeiten, weil das kann es eigentlich auch keinem verkaufen so. Das war nix, scheiße. Entschuldigen Sie mal. Das war nix. Der könnte reichen. Schießen, schießen, schießen. Da drüben war nur die Frau, die ist egal. Oh oh. Na komm. Na komm. Na komm. Kein Kletterhandschuh. So, was ist hier noch? Oh, natürlich noch ein Jetpack. Na sicherlich. 1,18, 1,19, 1 bla, 1 Zeit. Hat gereicht, wie geskillt schon wieder. So, Wurfhandschuh. Und raus hier. Sagt mir, dass ich skille. 6 Zuschauer, Hilfe. Das sind ja doppelt so viel wie von vor 10 Minuten noch. Oder 20. Oder boom. Ein Herz. Ich muss ja eigentlich nur durch die Ebene durchkommen, dann habe ich richtig gute Chancen auf irgendwas. Gruselig. Dafür, dass der Run an sich eigentlich nur scheiße ist. Um mal ehrlich zu sein. Okay, so, da unten ist der nette Herr. Einfach mal gucken, einfach mal abwarten. Vielleicht springt er ins Nichts. Ist er gesprungen? Oh, jawohl. So, haben wir eine Frau da drüben. Wäre sehr wichtig, wäre sehr gut, wäre sehr... Nein. Ach,
da oben bei dem. Ja, ich hab's gesehen bei dem Mammut. So. Schauen wir mal, wir sind noch dabei. 0 Frame Drops. Super. Also 0 ausgelassene Frames. Wunderbar. Gib mir den Totenkopf. Oder gib mir den Kopf des Todes. So mehr. Ist ja kein Totenkopf, ist ja. Wie heißt das Ding eigentlich? Ich weiß nicht mehr, wie das offiziell heißt, dieses Ding. Good player, Looney. Ja. Good game, GG. So, ich gönn mir mal ein bisschen Liebe. Weil wegen. Kann man auch mal machen. Nicht treffen lassen. Nicht treffen lassen. Der springt raus. Jawohl. Das wäre wirklich der hingerotzteste Run aller Zeiten. Also. So nicht anders. I have the permission to die. Cool story. Hoffe ich mal. Vielleicht habe ich den. Nein, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist das Ding. Keine Kisten mehr. Nichts Wichtiges mehr. Okay, dann. Boom. Wir da draußen rum und er kommt nicht zu mir. Loser! Wie ein Schneekönig am Freund. Toll. Der letzte Run. Ja, das nur mal ganz nebenbei. Danach ist Schluss. Diesmal will ich nicht in die Wurmebene. Ins Raumschiff. Aus Gründen. Hab Besseres mit meinem Leben vor gerade. Das kann man machen, wenn man weiß, es wird sicher nicht zum Hellrun reichen. Dann sagt man, ja komm, sagt man, ist egal. Tempel, 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 Tempel. Ist noch immer da? Der Chat sieht zu leer aus. Gibt's noch wichtige Fragen? Also, Leute, immer schön fragen. Ich könnte es danach im Test dranbringen, ne? Dass ihr euch auskennt. Oh, Hilfe. Ungünstigste Position. Ich habe einen Wurfhandschuh immer. Hat nicht ganz gereicht, aber... Oh, jawohl. Nicht in die Lava, nicht in die Lava. Ist er in die Lava? Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Nix Lava. MS Lava DOS oder was? Die guten alten, tollen, witzigen Witze. So, ich kann mir jetzt noch ein Item holen, das mache ich ehrlich gesagt auch. Oder habe ich schon was geopfert? Hast du schon die FIFA 15 Demo gespielt? Nein. Nach FIFA 14 hat mich so sehr überzeugt, es kann gar nicht besser werden. Was ist gerade passiert? Was? Alter, ich meine, das Kapala ist ja ganz schön, aber muss es jetzt so sein? Musste das jetzt wirklich passieren? Weg hier. Okay. Ja, das wird einmal Stein werden. Und das könnte. Oh, das könnte. Jawohl. Immer schön weg. Aber man kann die Dinger ja gerne abschießen, aber dann auch immer mit ein bisschen Vorsicht. Muss mich gerade entscheiden, Loni oder PewDiePie zu schauen. Kannst gerne bei Loni bleiben, weil der ist in 10 Minuten sowieso raus. 15. Kommt drauf an. Und danach kannst du ganz in Ruhe PewDiePie hier, ne? Dann kannst du dir gönnen, Junge. Mädel. Ja, ich muss sagen, ich kann nicht Junge sagen jetzt. Ich meine, wohl. Ne, Quatsch. So, goldene Stadt. Wo ist die goldene Stadt? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Give me the golden city, Junge. Gehe ich lieber hier durch. Hi, Slenderman. Er wird dich jagen und töten. Oder so. Du kannst aber Toyo mit der Eckpfanne ausführen. Mhm, genau. Das ist ein totaler Kaufgrund. Ja, genau.
Muss ich da was zu sagen? Oder ich meine, können wir auch, glaube ich, so stehen lassen einfach. Da können wir auch mal ein tolles Video draus machen. Richtig intelligente Kaufgründe für Spiele. FIFA 15. Eckentorjubel. Merkst du selber, ne? So, diese Dame wird es gleich erwischen, aber das ist ja nicht mein Problem, von daher... fuck it. Das ist schön, wenn der noch getriggert wurde, habe ich gar kein Problem mit. 1, 2, 3, 4. Wenn ich dann hier stehe, sieht gut aus. Doppeltreffer. Ach nee, war einfach, okay. War einfach, egal. Ja, war einfach egal, richtig. So, jetzt mal gucken. Alter, nein, der letzte Run wird schon mal ein goldener. Nun, der Überskiller. Polizeisimulator, jetzt noch verbuggter. Das wäre auch ein riesen Kaufgrund, ehrlich gesagt. Nicht. Ja, kommt drauf an, für wen. Für LPer, die es so mögen, bitte. Das ist ja nicht mein Problem. Ich würde diesen Typen gerne killen. Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen. Aber habe sehr viel Glück. Sehr viel Glück. Ich würde jetzt lügen und sagen, das war super geskillt, aber das wäre gelogen. Es war nur Glück. Es hätte so anders ausgehen können, dann glaubst du gar nicht. Es könnte in die Hölle gehen, schalalala. Klingt komisch, ist aber so. Ich könnte auch zerstampft werden, also nicht zu früh freuen. Ich könnte mich immer in live freuen, wenn's dann was wird. So, jetzt sogar 5 Zuschauer, völlig zu Recht bei diesem unglaublichen Programm gerade. Alle anderen wissen ja nicht, was sie verpassen. Vielleicht schon, das weiß ich nicht. Oh, Bomben. Nicht zertrümmern lassen. Lecker mitnehmen. Ich hoffe mal, es gibt hier noch Seile. Wenn nicht... Er könnte unschön werden. Also, wenn ich es in die Hölle schaffe, keine Seile. Es gibt wirklich Besseres. Man kann sich auch so seine Items kaputt machen, habe ich so. Ne, also... Na, komm mal rüber, Olmec. Machen wir jetzt mal keinen Späßchen hier, du kommst einfach mal her. Okay. Was ist in dieser Kiste drin? Ja, Seile. Yes, 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 yes. Wenn ihr die zertrampelt hättet, dann stell dir das mal vor. Ich hätte wieder hätte rasten müssen hier. Ich wieder hätte rasten müssen. Da oben komme ich... Na, da oben würde ich hinkommen, aber das riskiere ich nicht. So, jetzt die Frage. Wo schlägt das Necronomicon aus? Ja, 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 ja. Irgendwo hier, irgendwo hier. Schauen wir mal. Der Soundtrack der Goldenen Stadt ist, er ist wirklich, er ist mega, muss man sagen. Ganz großes Ding. Ah, die ist doppelt explodiert, okay. So, mal nur schauen, ob das Loch groß genug ist für unseren Fettsack. So ehrlich diskriminieren möchte ich dann doch sein dürfen. Eins. Das könnte, ne? Ich bin nicht sicher, aber der könnte gut werden. Mal gucken. Olmec, komm mal her, Schnucki. Komm mal her. Ich habe ein Loch für dich gebuddelt. Mit Liebe und Bomben. Das solltest du wertzuschätzen wissen. Du Fettsack. Oh, ich glaube, der könnte gut justieren. Warte, jetzt rüber. Ich glaube, der könnte noch genau reingehen. Jawohl! Yes! Jetzt muss ich ausnahmsweise mal nicht sagen... Das war richtig schlecht. Ah, schön. Aber 3 Seile ist trotzdem echt uncool. Hölle, 3 Seile. Gibt Schöneres. Treffer. Straight zum Ausgang. Jetzt nicht irgendeinen Scheiß machen. Einfach nur weg. Will ich das Feueramulett? Eigentlich, ich will es eigentlich haben. Ob das was wird, ist die andere Frage. Das Problem ist nämlich genau dieser Schatz dazwischen. Der könnte es ekelhaft machen. Und deswegen sage ich nein. Wenn es mir bei Yama zum Verhängnis wird, ja, dann ist es halt so. Dann kann ich auch nichts machen. Das sind Spikes, die will ich nicht. Hat Zombies eigentlich mal in die Hölle geschafft? Aus Interesse? Ich glaube nein, ne?
meine mich zu erinnern, dass er das nicht geschafft hat. Hellrun, jawohl. Das ist jetzt so eine Benennungsproblem. Ist Hellrun, wenn ich es in die Hölle schaffe, oder Hellrun, wenn ich das Spiel durch die Hölle beende? Und ganz ehrlich, ich weiß es selber immer nicht. Ich nenne es immer gerade, wie ich Bock habe. Schön direkt getroffen, das ist gut. Und ganz ehrlich, Feueramulett brauche ich nicht. Weg da. Ist einmal rasiert, das ist gut. Wo müssen wir denn hin? Nach drüben. Na, komm her. Du blödes Scheißteil. Danke. Nein! Na, ein Herz, okay, ist nicht so schlimm. Ich habe außerdem Kapala, das kann man auch machen. Eine Kamera wäre so unglaublich heftig. Für die Hölle. Eine Kamera wäre halt echt krass. Warum ich keine habe, weiß ich nicht. Hat nicht gereicht. Ich war pleite. Nee. Wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ich muss mich vor den Lava-Dingen jetzt halt in Acht nehmen. Das ist das Problem. Das ist der einzige Nachteil, weil ich Vlad nicht gebattelt habe. Zombie. Nee, der hat es nicht geschafft. Habe ich mir gedacht. Nicht gedacht. Das ist das falsche Wort. Aber so hatte ich es auch in Erinnerung. Schöner Treffer. Oh, soll ich direkt durch? Ich könnte direkt durch. Machen wir erstmal das Ding weg. Und dann... Komm, fall durch! Nein! Mist, egal. Geht noch. Oh. Das hätte ganz anders ausgehen können. Der reicht und tschüss. Vier Leute. Wahrscheinlich bin ich da selbst dabei. Also drei Leute sehen jetzt live, wie T.Loni in Level 5 3 versagen könnte. Und das macht doch wieder richtig Spaß. Warum sammle ich das Gold ein? Bin ich verrückte Mongo oder wie sieht es aus? Springt der Lava-Typ nochmal rüber? Jawohl. So, aufgepasst. In einem kritischen Spielbereich. Hier will ich ganz sicherlich nicht lang. Da eigentlich... Oh, boah. Die Dinger sind gerade alle scheiße zum Landen. Mist. Hier vielleicht. Nein, gehe ich hier lang. Dann kann ich nämlich direkt den Vampir nochmal mitnehmen. Ohne Konsequenzen wirklich. Auf die Dame habe ich keinen Bock. Weil es. Ne? Du wirst Bescheid, was es sein könnte. Sprengung. Durchatmen. King Yama. Wenn ich jetzt in die Lava falle, ich würde mich zu Tode ärgern. Weil ich mir das schöne Amulett nicht geholt habe. Hilfe. Nimm die Pistole, Junge. Nein. Okay. So, die Bomben haben wir auch. Oh, Hilfe. Mal schauen, was kommt hier noch? Wo sind die Vampire? Die Vampire, ja. Das ist eine Dingens. Okay. Boom, Explosion. Wie sieht's aus, Freunde? Ist er kaputt oder hat er nochmal seine Überlava-Form angenommen? Na klar, dann nochmal seine Überlava-Form. Yes! So. Oh, nein. Nein, dann! Nicht nie. Boah! Body Spikes! Okay. Ja! Yes! Oh. Ja! Loni, der übelste Ficker, Freunde! Das ist doch nicht euer Ernst! Und jetzt haben wir auch das Rätsel gelöst. Wenn Yama gewinnt, ist Yama nicht da! Logischerweise!
Haben wir getestet. Oh, wie geil! Boom! So, selbst wenn du jetzt verkackst vor einer Stunde, meintest du, du bringst heute nichts mehr und jetzt bist du in der Hölle. Soweit kam ich nie. Retweet if you cried, that's not Twitter, damn you, Ilya. Vollkommen zu Recht. Du bist als Held in die Geschichte eingehen. Als Held, der dann selbst nach 2 Stunden Stream noch, ne? Oder wie viel haben wir jetzt? 2 Stunden. 2 Stunden 3:58. Ein toller Abschluss für diesen Stream. Ganz ehrlich, ich glaube, der Run könnte eine Folge werden, dieser letzte Run jetzt, wenn ich das irgendwie als Video kriege, als Videodatei. Boah, wie nice, wie nice, wie nice. Und ich habe es nur gesagt, dieser Run ist für den Arsch. Bevor ich gestorben bin in 3-3, das war nichts, das war gar nichts. Ich hätte schon 500 Mal neu gestartet eigentlich. Puh. Ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Fun Fact, ich bin noch nie, das hätte sich gerade fast geändert, aber ich bin noch nie bei Yama gestorben. Nicht einmal. Nicht einmal. Immer wenn ich es zu ihm geschafft habe, habe ich's auch, dann, ne, dann hat es auch gereicht. Frag mich warum, aber irgendwie hat es... Ja, aber es stand gerade auf der Kippe, stimmt ja. Muss ich auch ehrlich sein. Genieß mir das Outro. Ein schönes Streamende. Boah, ich muss erstmal Luft holen. Boah, wie angespannt ich gerade war, ne? Ich hätte live verkacken können, Hilfe. So, mal schauen. 200 Nachrichten, Loni GG. Nee, steht nicht im Chat. Aber das sollte im Chat stehen, weil das... Nee, Quatsch. Nee, also GG, nein, es war nicht gut. Bis 3-3 war es nicht gut. Und danach... Naja. Hat gereicht und darauf kommt es mir an. Einmal Outro noch. Oh. Meine Füße sind schon kalt, weil die ganze Zeit die Balkontür offen ist. Und die ganze Kälte fließt am Raumboden entlang. Oder so ähnlich. Und jetzt sind meine Füße eis. Das merkt man beim Spielen nicht, weil man ist konzentriert. Selbst nach 2 Stunden noch. Und zack. So, Nick hat scheinbar jetzt aus Frust ausgemacht. Weil ihn nach 2 Stunden riecht er ein Hinweg und er es noch nie geschafft hat. Ja, passiert. Verstehe ich auch. Ja, ich wäre jetzt auch... Oder Internet Explorer, ich weiß es nicht. Ach, nee. Fun Fact, wenn man Olmec besiegt, kommt, glaube ich, eine andere Musik. Aber die Musik hört man nur, wenn man Yama klatscht. Das ist mal am Rande. Nee, ich bin noch da. Ja, wo bleiben die ganzen Glückwünsche? Ich habe eine Riesenleistung hingelegt. Oder auch nicht. Nee, komm. Freunde, es war doch toll. Ditto, ja, genau. Ditto Level 63. Ah. Ja. Nur noch diesen Run. Das sag ich da so. Nur noch diesen Run. Danke fürs Spielen. Ich danke mir selber. Ah, schön. Ja, Spiel geht's weiter oder wie sieht's aus? Ist es kaputt? Ist es eingefroren? Ne, wir sind noch da. Wunderbar. Dann will ich jetzt sagen... Yes! Yeah, das kann man sagen. Nee, das war's. Vielen Dank. Gute Macht, Loni. Ich bin stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf mich. Das finde ich toll. Ja, nee. Vielen Dank. Aber da bekommst du aber echt wieder Bock auf Spelunky. Ja. Zu Recht. Also, auch immer wenn ich einen Hellrun sehe, sage ich, jawohl, geil. So, nur bin ich gerade mit Pokémon Soul Silver beschäftigt. Ja, diese Ausländerspiele da. Brauchen wir nicht. Nee, guck mal. Danke, Loni. Du hättest ihn immer vorher hören müssen. Bei seinen ganzen frauenfeindlichen Sprüchen hättest du ihn wohl getötet. Geile Zeit mit dir. Ja. Was heißt hier frauenfeindlich, ja? Frauen, ob man es glaubt oder nicht, sind auch nur Menschen, ja. War ein Witz, jetzt war ein Witz, Leute. Auf die Bremse mal, so. Das war's. Ja, wollen wir noch 3 Stunden Spelunky oder nicht? Wollen wir nicht, okay. Dann wird... Ja, das Telefon klingelt. Ich bin aber weg, vielen Dank fürs dabei sein. Vielleicht bald auf YouTube, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Haut raus, schönen Tag noch. Und ciao. Nick ist übrigens verrückte Mongos. Tschüss.